Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 128 vom 1. Februar 2019. Ganz herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Rückblick, zu unserer wöchentlichen Zusammenfassung des politischen Geschehens hierzulande und in der Welt, so wie wir es für interessant und relevant halten. Wir, das sind wie immer eigentlich zum einen ich, Philipp Banse, Journalist und Podcaster. Und ich bin Ulf Burmeier. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir begrüßen zu dieser Sendung und steigen ein mit ein paar guten Nachrichten. Zum Beispiel haben wir eine Lage live anzukündigen, also einen öffentlichen Auftritt, wo wir die aktuelle Folge der Lage gemeinsam aufnehmen, Philipp und ich auf der Bühne. Und hinterher gibt es dann auch immer noch ein bisschen Publikumsfragen und munteres Beisammensein. Und wir freuen uns ganz besonders auf diese Lage live, denn sie wird stattfinden am 9. März, abends um 8 in Berlin im Haus der Kulturen der Welt. Für die Touristinnen und Touristen unter uns die sogenannte Schwangere Auster. Ja, ich habe noch nie gehört, dass das ein Berliner gesagt hätte. Aber jedenfalls unter diesem Schlagwort ist dieses Gebäude bekannt. Das ist dieser großartige 50er-Jahre-Bau direkt am Spreeufer um die Ecke vom Kanzleramt. Die haben einen sehr, sehr schönen Saal oben, wo sonst viele Konzerte zum Beispiel stattfinden. Und dort sind wir zu Gast, wie gesagt, am 9. März abends um 8. Und Tickets bekommt ihr dazu wie immer unter lage.live. Genau. Das ist unsere Kurzdomain dafür. Lage.live gibt es die Tickets für die Lage der Nation. Live in Berlin am 9. März. Genau, einer der wirklich schönsten Räume, mindestens in Berlin, wenn nicht sogar, weiß ich nicht, deutschlandweit ist ein bisschen übertrieben, aber in Berlin ist es sicherlich einer der schönsten und auch mit bisher größten Räume. Das wird ganz, ganz fantastisch, freuen uns, dass das klappt. Dann natürlich noch der Hinweis, der obligatorische, auf unser Newsletter, den findet ihr unter lagedernation.org/newsletter. Da gibt es meistens oder immer eigentlich die Links, die wir hier immer lesen für die Lage, zum Nachrecherchieren und Nachgucken und Überprüfen, aber eben auch manchmal Ankündigungen etc. Klickt da drauf und subscribed. Damit würde ich sagen, steigen wir ein. Wir steigen ein in den Ausstieg, Philipp, denn in den vergangenen Tagen hat es eine Einigung gegeben zum Thema Kohleausstieg. Wir erinnern uns, bis 2050 soll der Ausstoß an Kohlendioxid, dem wichtigsten Treibhausgas, um 80-95% unter dem Wert von 1990 liegen. Und dabei gibt es keinen Weg drumherum, auch mal darüber nachzudenken, wie denn eigentlich unser Strom produziert wird. Der Anteil des Stroms an diesem Kohlenstoffdioxidausstoß wird immer wichtiger, weil zum Beispiel Gebäude immer besser isoliert werden. Diese Ziele sind aber nur zu erreichen, wenn wir aussteigen aus der Verstromung von Braunkohle und Steinkohle. Aktuell haben wir einen Anteil von fast 40% dieser Kohle. Und dazu hat die sogenannte Kohlekommission vor einigen Tagen Angela Merkel Empfehlungen übergeben. Philipp, wer ist denn eigentlich die Kohlekommission? Ja, das ist halt ein Gremium, was die Bundesregierung einberufen hat. 28 Männer und Frauen waren da Mitglied, Vertreter wirklich aus, sagen wir mal, würde ich schon sagen, allen beteiligten Branchen, also Industrie, Gewerkschaften, Umweltverbände, Wissenschaft. Und die haben halt hatten wir auch oft drüber berichtet, monatelang beraten, wie ist denn dieser Kohleausstieg zu bewältigen. Die haben 336 Seiten aufgeschrieben, wie das denn gehen kann. Wirklich lesenswert, weil eben auch viel drinsteht über unser Energiesystem etc. pp. Und die haben diesen Bericht jetzt an Merkel diese Woche übergeben. Und weil das ja eben nur eine Empfehlung ist, muss diese Empfehlung in Gesetze umgegossen werden, reingegossen werden, damit sie dann auch wirklich Wirklichkeit werden. Und Merkel hat schon angedeutet, dass das dann auch passieren wird. Strittig ist jetzt noch ein bisschen, wie konkret und wortwörtlich das gemacht wird. Aber bis Mai sollen da so die ersten Gesetze stehen. Und in dieser Empfehlung der Kohlekommission stehen jetzt ein paar wichtige Eckdaten drin. Also demnach genau, bevor wir da einsteigen in die Details, Philipp, würde mich nochmal interessieren, hallo Kohlekommission, also eigentlich leben wir ja in einer Demokratie. Das heißt, diese Kohlekommission, kann man sich auf den ersten Blick mal fragen, warum die denn jetzt überhaupt Angela Merkel irgendwas erzählen soll zum Thema Kohleausstieg, denn die Leute sind ja eben nicht gewählt worden, sondern Vertreterinnen und Vertreter von verschiedenen Verbänden. Wie steht es denn da um die Legitimation? Warum setzt man eigentlich so eine Kommission ein? Na, die Kommission ist dazu da, um einen Konsens zu finden, also um möglichst, sagen wir mal, den in viele gesellschaftliche beteiligte Bereiche reinzuhören und die an einen Tisch zu holen und sie mit einzubinden und ihre Argumente zu hören und eben zu einem Konsens zu finden, zu einem Kompromiss zusammenzubinden, der dann in Gesetze gegossen werden kann, mit dem Hintergrund, dass das doch eben auf sehr vielen Ebenen Auswirkungen hat, sozial, wirtschaftlich, aber auch für die Verbraucher, und dass es dann eben für so einen großen, massiven Wandel wie den Ausstieg aus der Kohle, wie die Energiewende, einen breiten, möglichst gesellschaftlichen Rückhalt gibt. Denn nur so kann er funktionieren. Und das ist die Idee. Und deswegen gibt es halt sozusagen eine Kommission, die Empfehlungen ausarbeiten soll. Das ist jetzt passiert. Aber am Ende müssen halt demokratisch legitimierte Institutionen wie die Regierung, wie der Bundestag,
Bundestag das in Gesetze gießen und abstimmen. Und so erhält dann sozusagen dieser Kompromiss seine demokratische Legitimierung. Okay, spannend, verstanden. So, ja. Und was steht denn drin im Kompromiss? Ja, also was empfehlen also diese 28 Personen, die da gemeinsam beraten und einen Kompromiss gefunden haben? Genau, also im Kern haben sie gesagt, spätestens 2038, also in knapp 20 Jahren soll Schluss sein mit Kohle. Das heißt, also mit der Kohle, mit dem Kohle, Braunkohleabbau, Stichwort Hambacher Forst, da könnte wahrscheinlich, die Reste könnten womöglich stehen bleiben, aber eben auch mit der Verfeuerung der Kohle zur Stromgewinnung, also auch der Verfeuerung von Braun und vor allen Dingen, nicht nur vor allen Dingen, aber auch Steinkohle. 2038, also definitiv Schluss, vielleicht schon 2035, darüber soll 2032 entschieden werden, vielleicht geht es schon eher. In den ersten 4 Jahren, das ist so der zweite Block, bis wann ist alles weg, aber dann eben die zweite Entscheidung, wann, wie wird das sozusagen gestreut, also steigen wir erst 2037, schalten wir erst alle ab oder fangen wir schon ganz früh damit an, wo der Klimaeffekt natürlich größer ist, je früher da Kohlekraftwerke vom Netz gehen, und da wurde vorgeschlagen, in den ersten 4 Jahren 12 Gigawatt vom Netz zu nehmen. Das ist ordentlich. Also das sind 24 größere Kohlekraftwerksblöcke, die in den ersten 4 Jahren schon vom Netz gehen sollen. Die die Kraftwerksbetreiber, die sollen entschädigt werden, weil ihre Kraftwerke ja früher vom Netz gehen, als sie es üblicherweise täten. Auch die Stromkunden sollen entlastet werden, weil es möglicherweise erstmal teurer wird, der Strom. Da soll der Staat, sagen wir mal, Teil der Netzentgelte, also der Miete für die Netze übernehmen. Außerdem sollen die betroffenen Kohleregionen, also wo Kohle abgebaut wird, wo Kohle verfeuert wird, wo viele Arbeitsplätze an der Braunkohle und der Steinkohle hängen, dort sollen eben Hilfen fließen, so 1,3 Milliarden pro Jahr in die Regionen und nochmal 700 Milliarden in die Länder. Das heißt also Pi mal Daumen 2 Milliarden pro Jahr eben für diese Struktur, für diese Regionen als Strukturhilfe. Das sind dann insgesamt für diese vier Kohleländer 40 Milliarden Euro bis 2038. Olaf Scholz hat schon gesagt, dass es wird kein zusätzliches Geld geben, sondern die Kosten müssen aus diesen laufenden Etats der Bundesministerien geleistet werden. Das hat er dem Handelsblatt gesagt. Das sind so die groben Eckpunkte. Und ich würde sagen, Big Picture ist, es ist ein Kompromiss, also Umweltschützer hätten sich sicher gewünscht, dass sie früher aus der Kohle raus sind und dass auch früher mehr abgeschaltet wird. Aber wenn die Bundesregierung das so umsetzt, dann ist A, der Kohleausstieg beschlossen, der ist sozusagen, hätte früher kommen müssen, na klar, aber dann ist er sozusagen planbar, abgeschlossen, alle können planen, wie sie damit umgehen. Die Energiewende wäre ein großes Stück vorangekommen, vor allen Dingen friedlich, ja, in gesellschaftlichem Konsens, und ein ohnehin nötiger Strukturwandel in diesen betroffenen Regionen, weil es ist eh klar, dass die Kohle da irgendwann weggeht, aber jetzt ist er sozusagen planbar, absehbar und durchfinanziert. Ja. Das klingt in der Tat schon zunächst mal nach einem relativ positiven Kompromiss. Auf der anderen Seite wird natürlich häufig gesagt, ja, also wir schalten ja bereits zum Jahr 2022 möglichst alle Atomkraftwerke ab, so jedenfalls die derzeitige politische Planung. Wenn wir jetzt 10, 15 Jahre später dann auch noch, je nachdem, wann jetzt endgültig der Ausstiegszeitpunkt ist, aus der Kohleverstromung aussteigen, dann bleiben ja als Energieträger vor allem eben erneuerbare Energien wie Wind und Sonne, die haben aber die besondere Eigenschaft, dass sie nun mal extrem schwanken. Ja, also wenn nachts die Sonne nicht scheint, dann können natürlich auf Sonne basierende Kraftwerke, ja, keine Ahnung, so Stromfarmen oder so, Sonnenkollektoren eben keine Energie produzieren. Genau dasselbe ist bei Wind, ne? Bei Windkraft, wenn Flaute ist, dann wird eben kaum Windenergie produziert. Deswegen die Frage, wie soll denn eigentlich diese extrem schwankende Energieproduktion bei erneuerbaren Energien ausgeglichen werden? Ja, da steht auch viel in diesen Vorschlägen, also diese sogenannte Versorgungssicherheit. Also zum einen muss man sagen, wir exportieren heute schon sehr viel Strom. Mehrere Kraftwerke sozusagen produzieren eigentlich nur für den Export. Davon wird man sicherlich zehren können. Dann heißt es aber auch ganz klar, dass es Gaskraftwerke für diese sogenannte Grundlast aufgebaut werden müssen. Also wenn mal wenig, also die sogenannte Dunkelflaute, wenn es weder weht noch scheint, dann muss irgendwoher die elektrische Energie kommen. Und die kommen soll zum einen eben aus Gaskraftwerken kommen. Der Vorteil bei Gaskraftwerken,
gegenüber Kohlekraftwerken ist, die kann man relativ schnell hoch und runter fahren. Und die wären vor allen Dingen da, um eben in solchen Zeiten Energie zu liefern. Das müssten sie aber wahrscheinlich nur für eine kurze Zeit. Das heißt, sie würden neu gebaut werden und dann für eine kurze Zeit für diesen Übergang, bis wir wirklich nur auf Erneuerbare setzen, in diesen den Puffer bieten. Gleichzeitig brauchen, aber das steht da auch drin, brauchen wir Speicher, also Power to Gas. Das heißt, wir müssen mit Strom aus Sonne und Wind Wasserstoff erzeugen, also Wasser auftrennen und Wasserstoff erzeugen, um diesen Wasserstoff dann im Zweifel wieder in Gaskraftwerken zum Beispiel verheizen zu können. Wir müssen, ja genau, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, dass man das bei den Gaskraftwerken kurz im Blick behält. Die klassischen Gaskraftwerke, die zum Beispiel Erdgas verbrennen, was ja zum guten Teil aus Methan besteht oder weit überwiegend aus Methan besteht, sind natürlich aus der CO2-Perspektive jetzt auch nicht die ganz reine Lehre. Ne? Denn natürlich entsteht auch bei der Verbrennung von Methan wiederum Kohlenstoffdioxid. Die sind zwar klimafreundlicher als Kohle und vor allem Braunkohle, also Steinkohle und Braunkohle, aber sie sind eben auch noch CO2-Emittenten und oder Produzenten. Und deswegen gibt es jetzt immer mehr Versuche, quasi auf CO2-neutrale Gaskraftwerke umzusteigen, soweit das irgendwie geht. Und das funktioniert, indem man nicht Erdgas verbrennt, sondern sogenannten Wasserstoff, was das kleinste Element ist im Periodensystem der Elemente und das relativ leicht hergestellt werden kann aus Wasser. Denn Wasserstoff ist eben eines der beiden Elemente, aus denen Wasser zusammengesetzt wird, Wasserstoff und Sauerstoff. Nur man muss dazu Wasser auftrennen. Und das geht, indem man Strom investiert. Man kann also mit Hilfe von Strom quasi Wasser aufteilen in Wasserstoff und Sauerstoff. Und das ist das Schöne daran, dass es also grundsätzlich möglich ist, Strom in Wasserstoff zu verwandeln und auf der anderen Seite Wasserstoff wieder in Strom zurückzuverwandeln, zum Beispiel in Gaskraftwerken. Aber das sind natürlich alles Technologien, die jetzt bislang noch nicht im Industriemaßstab in Betrieb sind oder nur in Ausnahmefällen. Und außerdem gibt es einfach noch nicht diese Kapazitäten, die man für den Energiewandel da bräuchte. Genau, das ist diese Power to Gas, das ist also eine Art Energie zu speichern, dann müssen natürlich, das ist völlig klar, erneuerbare Energien stärker ausgebaut werden als bisher. Wir wachsen da heute mit 2-3% im Jahr. Das muss definitiv mehr werden. Außerdem müssen wir natürlich auch Energie sparen, vor allen Dingen. Also ne, je weniger Energie wir sozusagen verbrauchen, desto weniger muss hergestellt werden, desto geringer ist die Abhängigkeit davon. Da gibt es auch noch sehr viel Potenzial in der Industrie, vor allen Dingen in Gebäuden und im Verkehr. Und die Abnehmer, das ist auch klar, müssen sich, und das können sie jetzt eben auch sich auf dieses neue, sehr valide Stromsystem einstellen, ne? Dass sie also gucken, wann ist Strom günstig, wann ist er billig, wann kaufen wir ein, haben wir eigene, machen wir eigene erneuerbare Energienanlagen, um da unabhängiger zu werden, bauen wir eigene Speicher. Also dieses ganze System, was da auf uns zurollt, das ist schon deutlich komplexer, weil halt dezentraler zum Teil. Wir müssen auch neue Netze bauen, weil es eben auch zentrale Anteile geben wird, also den Strom aus Norddeutschland nach Süddeutschland zu transportieren. Da muss viel gemacht werden. Aber das Öko-Institut hat eine Studie veröffentlicht, wo sie sagen, diese ganze Umwandlung, diese ganze, diese ganze Energiewende böte sozusagen enormes volkswirtschaftliches Potenzial, weil eben so viel auch neu erfunden werden muss. Also Stichwort Batterieherstellung muss in Deutschland etabliert werden. Also da sagen die, wir kriegen das hin, wir kriegen ein sicheres, verlässliches Stromsystem damit hin. Aber es ist natürlich komplex, aber durchaus machbar. Also gibt es ja schon Einschätzungen von Sachverständigen dafür, dass das tatsächlich funktioniert. Es gibt da ja auch häufig, auch bei uns zum Beispiel in den Kommentaren zu unseren Folgen, wenn wir über Stromwandel diskutiert haben, Skeptiker, ob das überhaupt alles so machbar ist, wie das jetzt gerade optimistisch dargestellt haben. Findest du das realistisch? Also, schaffen wir das? Ich glaube, das schaffen wir auf jeden Fall. Wir wissen ja schon zum Beispiel, dass wir diese Übertragungsnetzbetreiber, also die Betreiber, die vier, die in Deutschland sich die großen Übertragungsnetze, die also überregional den Strom transportieren, die betreiben, da wissen wir ja aus Ostdeutschland, dass wir da zum Teil 60, 70, 80% erneuerbare Energien schon im Netz haben. Und das kriegen die gemanagt. Und ich denke, also es ist ein Blick in die Zukunft, aber es gibt Studien, die sagen, das ist machbar und vor allen Dingen haben wir eh keine große Alternative. Und es ist ja jetzt auch nicht morgen, dass da alles abgeschaltet wird, sondern es ist peu à peu. Wir haben jetzt 20 Jahre Zeit, bis wir wirklich aus der Kohle raus sind und bis dahin ist das machbar. Davon bin ich fest überzeugt.
Okay, jetzt bleibt natürlich der Einwand schön. Ja, wir sind dann irgendwann mal, wenn alles glatt geht, in 20 Jahren CO2-neutral, jedenfalls bei der Produktion oder weitgehend CO2-neutral, Klammer auf, Ausnahme Gaskraftwerke, Klammer zu, bei der Produktion unserer elektrischen Energie. Aber was ist denn mit unseren Nachbarländern und was ist überhaupt weltweit mit der Energieproduktion? Es gibt ja Statistiken, wonach weltweit über 400 Kohlekraftwerke neu in Bau sind, davon rund 300 große, so jedenfalls sagt es ein Vertreter des Öko-Instituts. Und da muss man natürlich sagen, es gibt eben nur eine Erde und wenn andere massiv CO2 emittieren, dann helfen die Einsparungen bei uns natürlich so unmittelbar nicht weiter. Und dann fragt sich natürlich noch, wie ist es denn mit dem Atomstrom? Ja, zum Beispiel in Frankreich wird ja sehr viel Atomstrom produziert, in Polen wird weiter Kohle verstromt. Wenn wir den Strom von da einkaufen, dann ist natürlich auch nicht viel gewonnen. Das ist auch nicht viel gewonnen, aber da wäre mein Argument, also sicherlich ist unser Anteil relativ gering, was die Kohleverstromung weltweit und den CO2-Ausstoß angeht. Sicherlich bauen andere Länder auch Kohlekraftwerke, aber es werden, das muss man auch sagen, in diesen Ländern sehr viele auch alte Kohlekraftwerke stillgelegt. Also was da unterm Strich steht, ist eben nicht unbedingt immer ein Plus. Und außerdem würde ich sagen, wir müssen als Deutschland tun, was wir eben tun können. Wir sind für unseren Dreck verantwortlich. Und wenn wir keine Kohle mehr, wenn wir aus der Kohle raus wollen, dann müssen wir das eben machen. Plus, ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist die Vorbildfunktion, die so ein Industrieland wie Deutschland hat, wenn wir es schaffen, sozialverträglich, friedlich, konsensuell aus dieser Kohle auszusteigen, das auch technisch zu bewältigen, dann gibt es da ein Riesenpotenzial für die deutsche Wirtschaft und außerdem hat es eine Riesenvorbildfunktion für andere Länder zu sagen, okay, wenn die das hinkriegen, dann kriegen wir das vielleicht auch hin beim Erneuerbare Energiengesetz, das also da maßgeblich dafür gesorgt hat, dass erneuerbare Energien billiger wurden, dass die Maschinen billiger wurden, dass jetzt weltweit quasi so ein Boom auch herrscht. Dieses Gesetz hat das maßgeblich mit durchgesetzt. Das wurde in Deutschland erfunden und wird weltweit kopiert und ist weltweit eine Ursache dafür, für diesen großen Wachstum auch der erneuerbaren Energien. Und ich glaube, Ähnliches kann uns gelingen, wenn wir auf diese Weise aus der Kohle aussteigen. Deswegen würde ich sagen, dieses Argument, andere produzieren, deswegen können wir weiter produzieren oder nicht so schnell aus der Kohle aussteigen, das finde ich ist nicht überzeugend. Ja, da muss man natürlich sehen, dass dieser Leuchtturmeffekt, den du gerade schilderst, in anderen Bereichen ja schon sehr gut funktioniert hat. Stichwort Datenschutz, ne? Die Datenschutzgrundverordnung schwappt ja inzwischen schon in viele andere Länder der Welt über, wird immer wieder kopiert. Also dieses Setzen von Standards, die einfach quasi gesellschaftlich betrachtet und ökologisch betrachtet auf der richtigen Seite sind, das kann durchaus eine Vorbildfunktion haben, genau wie du das beschrieben hast. Letztlich auch, weil es Verbraucherinnen und Verbraucher verlangen. Ne? Und vielleicht wird dann irgendwann es einfach gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert sein, zum Beispiel Produkte aus Ländern zu kaufen, die massiv nach wie vor den Klimawandel befördern. Also mit anderen Worten, Fazit, Klimakompromiss, Kohlekompromiss, Philipp, ich höre so ein bisschen raus, du hältst das im Großen und Ganzen für einen richtigen Schritt? Ja, ich halte das für einen richtigen Schritt. Da gibt es natürlich immer noch Kritik, warum kriegt jetzt die Industrie dafür Milliarden wahrscheinlich, dass sie ihre Kohlekraftwerke abschaltet. Da muss man sagen, also das ist A, noch nicht richtig ausverhandelt, ja, und B, gibt es natürlich immer die Drohkulisse zu sagen, wir können das mit Ordnungsrecht machen, wir können euch per Gesetz dazu zwingen, eure Kraftwerke abzuschalten. Da gibt es aber immer die Gefahr, dass es dann Klagen gibt, Schadenersatz, so wie das beim Atomausstieg auch der Fall war. Und da würde ich sagen, ist es ein legitimer Kompromiss, jetzt mit den Kraftwerksbetreibern zu verhandeln, wie viel sie denn kriegen. Aber die kriegen, das ist kein Wünsch dir was. Da gibt es immer diese Drohkulisse, wir können euch das auch per Gesetz abschalten. Und da glaube ich, da hoffe ich zumindest, dass man da auch einen okayen, akzeptablen Kompromiss finden wird. Und diese 40 Milliarden, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, die in die Länder gehen. Das finde ich ist viel Geld, aber 2 Milliarden pro Jahr, wie gesagt, das Öko-Institut hat ausgerechnet, dass es ja auch, sagen wir mal, da in diesen 40 Milliarden viele Investitionen drin sind, die ohnehin getätigt werden werden. Also Straßen, Gleise, Behörden etc. Das wäre ohnehin ausgegeben worden und Öko-Institut sagt, die Mehrkosten, die jetzt quasi vereinbart wurden, sind 25 Milliarden und wenn man das umrechnet auf die Tonnen CO2, 1 Milliarde, die da eingespart wird, dann ist man bei 25 Euro pro eingesparter Tonne CO2 und da sagt das Öko-Institut, das ist ein guter Deal, das kann man machen. Ja. Insofern würde ich sagen, auch der Strom, klar, wird erstmal teurer, aber das sind die Kosten, die wir bezahlen für diesen Umstieg, für diese Umstellung des Energiesystems. Wenn das einmal durch ist, wenn der Kohleausstieg durch ist, wenn die Netze gebaut sind, dann wird der Strom billiger werden und dann werden wir die Renditen dieser Investitionen einfahren. So, und deswegen würde ich sagen, ist ein guter Strich. Ja, ist ein guter Strich, ein guter Kompromiss.
Wir wollen übrigens noch ein Detail dieses ganzen Kohlekompromisses beleuchten. Wir haben eben schon darauf hingewiesen, dass jedenfalls für eine Übergangszeit mehr Gaskraftwerke gebraucht werden. Und bis wir da tatsächlich einen Einstieg geschafft haben in die Wasserstoffwirtschaft, werden jedenfalls für eine Übergangszeit auch Gasimporte, insbesondere aus Russland, an Bedeutung zunehmen, weil Russland einfach der zentrale Gaslieferant ist für Deutschland, jedenfalls zentral. Und damit könnte man natürlich auch die Sorge verbinden, dass damit die politische Abhängigkeit von Importen aus Russland steigt, Philipp. Und dazu haben wir uns noch einen Experten eingeladen. Genau, wir haben uns Wolfgang Seibel eingeladen. Er ist Professor für Politik und Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und befasst sich in erster Linie, sagen wir mal, mit so den politischen Auswirkungen von Energiepolitik in Europa. Und unsere erste Frage an ihn war, ja, wie ist es denn nun? Wird Deutschland abhängiger von ausländischen Energie- und auch Gaslieferungen? Ja, ich meine, der sogenannte Kohleausstieg bezieht sich ja nun auf die Verstromung von Kohle und inwieweit nun da eine sogenannte Substitution stattfindet durch Gasstromerzeugung auf Gasbasis, das ist erstmal eine offene Frage. Also insofern entsteht hier keine zusätzliche unmittelbare Abhängigkeit von Gasimporten. Mittelfristig geht man ja davon aus, dass der Bedarf an Gaslieferungen eher sinkt. Und insbesondere sind wir ja auch Verpflichtungen eingegangen innerhalb der Europäischen Union, dass der Verbrauch fossiler Brennstoffe generell reduziert werden soll. Also wir reden ja auch bei dem Kohleausstieg dann durch den Ersatz durch erneuerbare Energien und nicht primär über den Ersatz durch den Verbrauch fossiler Brennstoffe. Wie stehen Sie denn zu möglichen Alternativen zum russischen Erdgas? Es gibt ja zum einen das Interesse von Angela Merkel, möglicherweise Flüssiggas aus den Vereinigten Staaten zu importieren, das sogenannte LNG, also Liquid Natural Gas. Zum anderen gibt es ja auch Projekte, die versuchen wollen, die Nord Stream 2 Pipeline zu umgehen. Also zum Beispiel das Transadria Pipeline Projekt. Da geht es um eine Pipeline von Griechenland nach Italien, was dann aber auch einen Anschluss an die Türkei ermöglichen soll. Wie schätzen Sie denn so die Möglichkeit ein, tatsächlich die Abhängigkeit zu senken durch alternative Leitungswege zum Beispiel oder auch durch alternative Energieträger? Ja, erstmal würde ich sagen, auch das ist ja eine politische Diskussion. Alles, was dazu dient, im Sinne des dritten Energiepakets der EU von 2009 die Abhängigkeit von Gaslieferung von Russland zu senken, ist gut. Und wenn dazu LNG gehört oder auch eben der Bau eines Terminals für die Abnahme von Flüssiggas, was ja über Schiffe transportiert wird, dann ist das auch gut. Alles Weitere ist ja nun tatsächlich eine politische Diskussion, aber das Eigentümliche in Deutschland ist, das Festhalten an einem Projekt, nämlich Nord Stream 2, von dem alle wissen, dass es wirtschaftlich überhaupt gar keinen Sinn macht, wobei der zusätzliche Bedarf an Gas durch Nord Stream 2 würde sich ja die Lieferkapazität durch die Ostsee verdoppeln, sehr fragwürdig ist und wo wir internationale Abmachungen haben im Rahmen der EU, gegen die Nord Stream 2 klar verstößt. Also bevor wir da im Detail darauf eingehen, erklären Sie doch mal, Nord Stream 2 ist eine Pipeline, die gerade gebaut wird, die in Greifswald anlandet. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist der Stand der Dinge für diese Gaspipeline? Ja. Der technische Stand der Dinge ist, dass Ende dieses Jahres die Pipeline Nord Stream 2 in Betrieb gehen soll. Und der politische Stand der Dinge ist, dass die Bundesregierung bisher keine Anstalten macht, auf den Protest insbesondere aus der Europäischen Union einzugehen. Auch der Wirtschaftsminister Altmaier hat das ja nochmal ausdrücklich abgelehnt. Es gibt ein Protestschreiben, einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin von rund 100 EU-Abgeordneten unter Federführung des Bündnis 90 Grünen-Abgeordneten Reinhard Bütikofer, der mit dem klaren Satz endet: Frau Bundeskanzlerin, denken Sie an Europa und nehmen Sie Abstand von einer Politik des Germany First. Aber was ist das Problem mit dieser Pipeline? Was ist das Problem mit dieser Pipeline, wenn Gas aus Russland kommt? Ja, das Problem ist, dass Russland uns ja nun demonstriert hat und eigentlich fortgesetzt demonstriert, dass Nord Stream 2, überhaupt die Lieferung von Gas in den Westen, kein wirtschaftliches Projekt ist. Also russische Experten selbst haben vorgerechnet, insbesondere auch Alexander Feck von der staatlichen Sberbank, dass betriebswirtschaftlich Nord Stream 2 ein Desaster ist. Feck hat vorgerechnet,
dass innerhalb der nächsten 20 Jahre von Nord Stream 2 kein Gewinn zu erwarten ist. Also gibt es andere Gründe und die Gründe liegen auf der Hand. Nämlich, dass Russland hier einen politischen Hebel in die Hand bekommen will, einen zusätzlichen Hebel. Und welcher Gebrauch davon gemacht wird, das demonstriert ja nun Russland tagtäglich gegenüber der Ukraine. Die Ukraine wird ja durch diese zweite Pipeline von dem Transit abgekoppelt. Aber es ist vor allem das Destabilisierungspotenzial, was daraus resultiert. Denn Russland kann dann die Lieferung von Gas in die Ukraine tatsächlich so handhaben, dass der Westen, insbesondere Deutschland, nicht mehr mit betroffen wird. Und das spaltet dann natürlich die Solidarität auch mit der Ukraine, in deren Stabilisierung auf der anderen Seite ja gerade Deutschland Milliarden investiert. Aber das müssen Sie mal erklären. Warum, wo ist da der Hebel mit der Ukraine und Deutschland? Das russische Design der Außen- und Sicherheitspolitik besteht derzeit ja darin, Unsicherheiten nicht zu mildern, sondern sie auszunutzen, um Zugeständnisse, sei es von unmittelbaren Nachbarstaaten, zum Beispiel auch Weißrussland, zu erringen oder eben auch den westlichen Demokratien, insbesondere auch Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und Russland hat ja unter Beweis gestellt, dass seine Energiepolitik mit Wirtschaft wenig zu tun hat, sondern insbesondere im Fall Ukraine eben dazu benutzt wird, Druck auszuüben. Und nicht zuletzt hat die EU darauf ja auch reagiert. Ich habe das Beispiel des dritten Energiepakets der EU ja schon genannt. Und für Deutschland ist es eine Frage der elementaren Glaubwürdigkeit, vor allem innerhalb der EU, ob wir zu den Beschlüssen stehen oder ob wir uns unter Druck setzen lassen, ja auch durch die Industrielobby hier in Deutschland, also die Energiekonzerne. Und mich wundert ein bisschen, dass die deutsche Öffentlichkeit das doch mit einiger Nonchalance, um nicht zu sagen Gleichgültigkeit, wahrnimmt. Denn ansonsten sind ja auch die Medien in Deutschland doch sehr kritisch, wenn es um Industrielobbyismus und das Unterdrucksetzen von Politik geht. Ja, Stichwort Unterdrucksetzen von Politik. Da möchte ich nochmal das Stichwort Venezuela ins Spiel bringen. Sie haben sich ja auch gegen das Wirken von Rosneft, dem anderen großen halbstaatlichen russischen Energieunternehmen, gewandt. Können Sie das nochmal darstellen, welche Rolle denn tatsächlich dieses Unternehmen Rosneft möglicherweise Venezuela spielt und natürlich auch, welche Rolle da dem ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder zukommt? Ja, zunächst mal, Schröder ist bekanntlich Aufsichtsratsvorsitzender von Rosneft. Er ist Vorsitzender der Aktionärsversammlung von Nord Stream. Also er ist buchstäblich im Dienst staatlicher russischer Konzerne, also auch eines autoritären Regimes. Und Russland betreibt eben ganz deutlich auch mit Rosneft eine Politik, die mit Wirtschaft wenig, vielleicht in strategischer Hinsicht etwas mit Ölvermarktung zu tun hat. Aber Rosneft hat ganz direkt das Maduro-Regime finanziell unterstützt, und zwar in einer Größenordnung, wie es heißt, von 17 Milliarden, mindestens 5 Milliarden, wir reden über US-Dollar in dem Fall, sollen auch ohne direkte wirtschaftliche Gegenleistung geflossen sein. Das heißt, die direkte finanzielle Stützung der Maduro-Diktatur in Venezuela. Und wenn dann ein ehemaliger deutscher Bundeskanzler der Aufsichtsratsvorsitzende der Firma Rosneft ist, dann ist das schon ein ernsthaftes Problem, über das übrigens bei der ganzen Berichterstattung über Venezuela derzeit auch in den deutschen Medien eigentlich so gut wie gar nichts berichtet wird. Was würden Sie denn zum Abschluss, was würden Sie denn jetzt von der Politik verlangen, wenn jetzt beispielsweise Nord Stream 2 Ende des Jahres in Betrieb gehen soll? Da ist doch sozusagen das Kind schon im Brunnen. Was soll da gemacht werden? Ja, es ist wie die Bundeskanzlerin ja anlässlich des Besuchs des ukrainischen Präsidenten Poroschenko letztes Jahr festgestellt hat, ein politisches Projekt. Und dann muss die Bundesregierung politische Konsequenzen ziehen. Ganz konkret geht es auch darum, dass Deutschland im Rat der Europäischen Union nicht weiter die Umsetzung der Beschlüsse des Europaparlaments blockiert, was die Erweiterung des Geltungsbereichs des eben schon erwähnten dritten Energiepakets der EU betrifft, denn das verbietet unter anderem eben auch das Abschließen von Verträgen mit Firmen, die sowohl Förderer von Gas als auch Vertreiber von Gas sind, und das trifft ja auf Gazprom zu. Also das ist eine ganz konkrete Maßnahme. Und die Bundesregierung hat ja nun zweimal demonstriert, nämlich das erste Mal beim Atomausstieg, das zweite Mal jetzt beim Kohleausstieg, dass sie keine Kosten und Mühen scheut, also auch vor allem keine Kosten, Beispiel auch
Vertragsstrafen, wenn es um energiepolitische Grundsatzentscheidungen geht. Und diese Grundsatzentscheidung ist hier überfällig, was Nord Stream 2 betrifft. Sie haben jetzt aus verschiedenen Perspektiven die Haltung der Bundesregierung kritisiert, national, aber auch auf der EU-Ebene. Können Sie was dazu sagen oder haben Sie eine konkrete These, woher denn eigentlich dieses sehr große Interesse kommt? Ich meine, Gerhard Schröder ist ja eben nicht mehr Bundeskanzler. Die SPD ist auch nur die kleinere Partei in der Großen Koalition. Wie kommt es denn, dass dieses Projekt offensichtlich, so wenn man Ihrer Kritik folgt, so große Priorität genießt für Angela Merkel und ihre Regierung? Es ist ein klassischer Fall von Industrielobbyismus. Natürlich geht es da um Milliarden von Investitionen, aber auch um Milliarden von Gewinnen. Nehmen Sie das Beispiel der BASF-Tochter Wintershall mit Sitz in Kassel. Für die ist das Projekt energiepolitischer, energiewirtschaftlicher Art überhaupt. Und da kommt natürlich auch die Frage des US-amerikanischen Einflusses und der Drohung mit Gegensanktionen oder überhaupt Sanktionen ins Spiel. Davon dürfte BASF am allermeisten betroffen sein, die einen Umsatz von immerhin 18 Milliarden in Nordamerika machen. Also setzt man natürlich alle Hebel in Bewegung, auch über die Medien, auch über die Lobbyisten in Berlin, Nord Stream 2 so über die Bühne zu kriegen, dass der wirtschaftliche Schaden möglichst gering ist, aber der politische Schaden, der ist Industriekonzernen natürlich relativ egal. Und insofern kann man nur sagen, die Aufforderung dieser 100 EU-Parlamentsabgeordneten war goldrichtig. Sie kam auch zum richtigen Zeitpunkt. Also bitte Abschied nehmen von einem Kurs Germany First, der ja tatsächlich dem Donald Trump-Kurs America First auf eigentümliche Weise ähnelt, weil es wirklich die Abkehr von einem aktiven Multilateralismus in der Energiepolitik ist. Ja, das war im Gespräch mit der Lage der Nation Wolfgang Seibel. Er ist Professor für Politik und Verwaltungswissenschaft an der Universität in Konstanz. Lieber Seibel, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Tschüss. Wir hatten ja in der letzten Folge uns ein bisschen ausführlicher der Lage in Venezuela gewidmet und da gab es viel Feedback drauf, unter anderem den wichtigen Punkt, den wir hier nochmal kurz aufgreifen wollen, den wir nur so ein bisschen nebulös angedeutet haben, so nach dem Motto, möglicherweise hat der Parlamentspräsident Juan Guaido sich quasi als Interimspräsident durchaus, sagen wir mal, auf verfassungsgemäße Lage dort erklärt. Also wir hatten das ja so am Anfang so ein bisschen dargestellt, als hätte er einfach so gesagt, ich bin jetzt mal Interimspräsident und möglicherweise als Frage formuliert, ob nicht die Verfassung dafür auch etwas vorsieht. Und siehe da, das habt ihr angemerkt, die Verfassung spielt eine wichtige Rolle, habt ihr gesagt, im Kern, als ihr das so dargestellt habt in der Lage. Und da kann man nur sagen, stimmt. Juan Guaido hat dazu jetzt auch einen Artikel in der New York Times geschrieben, den wir verlinken, in dem er quasi sagt, so ich habe mir hier keine Macht angeeignet und es ist auch keine Selbstproklamation, sondern ich habe mich als Interimspräsident quasi ausgerufen auf Basis von Artikel 233 der venezolanischen Verfassung, nachdem sozusagen der Chef der Nationalversammlung sich da als Übergangspräsident ausrufen kann, wenn es kein legitim gewähltes Staatsoberhaupt mehr gibt. Und so interpretiert er das halt, weil quasi Diktator Maduro auf sehr umstrittene und offensichtlich illegitime Weise gewählt wurde und deswegen so legitimiert er dann, dass er sich als Übergangspräsident installiert hat. Insgesamt muss man sagen, dass die Lage ansonsten in der letzten Woche eigentlich sehr unübersichtlich wurde, ne? Ja, das kann man so sagen. Also Maduro will zwar auf der einen Seite reden, lehnt aber Neuwahlen ab. Und wenn eine Wahl, wie in diesem Fall eben zum Präsidenten, sagen wir jedenfalls höchst umstritten ist, dann sind ja Neuwahlen eigentlich das Mittel der Wahl. Die will er nun aber gerade nicht. Stattdessen muss man sagen, zieht sich die Schlinge um den Hals von Herrn Guaido eher zu. Da ist also inzwischen eine Ausreisesperre verhängt worden vom obersten Gerichtshof. Seine Konten sind eingefroren worden. Das heißt also, für ihn wird die Lage so langsam aber sicher ungemütlich. Es sieht also sehr danach aus, dass Maduro und das Militär und andere Institutionen im Staat relativ eng weiterhin zusammenarbeiten. Die Frage ist natürlich jetzt, ob die Vereinigten Staaten in irgendeiner Weise militärisch eingreifen, entweder offen oder verdeckt durch irgendwelche Hilfeleistungen. Aber das ist eben nur eine Spekulation. Dafür gibt es bisher noch keine konkreten Anhaltspunkte. Und dann muss man sehen, gibt es weiterhin den Effekt, dass sich die
diverse Staaten mit der einen oder anderen Seite solidarisieren. Das heißt also, da kommt es leider auch zu einer sehr unschönen Spaltung der internationalen Gemeinschaft um diese Frage, wie ist es denn jetzt eigentlich? Und klar, meine persönliche Haltung wäre in solchen Situationen immer, man müsste dann insbesondere unter internationaler Aufsicht einfach das Präsidentenamt neu zur Wahl stellen. Dann weiß man, woran man ist. Ja, also wenn es einen Konflikt gibt um die Macht, dann ist im Zweifel immer eine gute Idee, den Souverän zu fragen und entscheiden zu lassen. Und der Souverän sollte in einer Demokratie eben einfach das Volk sein. Genau, also wie gesagt, wir haben das jetzt hier nochmal so kurz skizziert, um so ein bisschen diese Unübersichtlichkeit der Lage darzustellen. Ich denke, vielleicht besorgen wir uns da für die nächste Lage nochmal einen Gesprächspartner, je nachdem, wie sich das so weiterentwickelt. Aber im Kern wollten wir erstmal diese verfassungsgemäße Grundlage nochmal nachreichen, die ihr auch zu Recht angemahnt habt. Ja, das ist überhaupt, wollte ich nochmal ganz deutlich sagen, also tolle Kommentare auch zum Thema Venezuela, auch von einer ganzen Reihe von Menschen, die eben deutschsprachig sind und in Venezuela leben, also so um nach den E-Mail-Adressen und Namen zu schließen, sowohl Venezuelaner, die Deutsch können, als auch Menschen aus, keine Ahnung, aus Deutschland oder so, die deren Namen Deutsch klingen, die dort leben. Und im Großen und Ganzen war das Feedback sehr, sehr positiv zu unserer Darstellung da in der vergangenen Woche. Aber wie gesagt, es fehlte eben dieses Detail, dass Guaido nicht einfach nur so Kraft seiner Wassersuppe beschlossen hat, jetzt mal die Exekutive anzuführen, sondern dass es da zumindest, sagen wir mal, einen Anhaltspunkt in der Verfassung gibt für diese Position. Gut. Zu unserem nächsten Thema. Wir haben schon viel in der Lage gesprochen über die sogenannte Mietpreisbremse, Version 1.0 und Version 2.0, die aber alle das bürgerliche Gesetzbuch betreffen. Jetzt kursiert eine neue Idee, wie man möglicherweise den rasanten Anstieg der Mietpreise, insbesondere in Großstädten, deckeln könnte. Und die Idee kommt aus meinem Heimatsbezirk, nämlich von einem Beamten aus dem Wohnungsamt in Pankow in Berlin und wurde dann übernommen von der SPD in Berlin-Mitte, namentlich SPD-Politiker Eva Högel, Mitglied des Bundestages, aber auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Stellvertretende der SPD, Fraktion, also schon nicht genau. Ja. Also da sind dann durchaus, diese Idee hat dann von Pankow aus, sagen wir mal, sich verbreitet und ist inzwischen auch von der Linken in Hamburg übernommen worden. Die haben sich das auf die Fahnen geschrieben. Aber also müssen wir aber zunächst mal skizzieren, um was für eine Idee geht es denn hier eigentlich? Genau, also die Idee läuft unter dem Schlagwort Mietendeckel. Also die Idee ist dabei, dass die Länder vorschreiben können sollen, welche Miete ein Vermieter maximal nehmen darf. Die Befürworter aus Berlin von der SPD sprechen da von einer Notbremse für den Wohnungsmarkt. Also es sollen also bestimmte Höchstpreise in Euro und Cent pro Quadratmeter von den Behörden festgesetzt werden. Es geht, und das Interessante dabei ist, dass es nicht um eine Regelung gehen soll, was in Mietverträgen stehen darf, ja. Das ist ja der Regelungsgegenstand der Mietpreisbremse, wie wir sie in den vergangenen Folgen immer wieder mal diskutiert haben. Die gibt es nämlich schon, die steht im bürgerlichen Gesetzbuch, regelt so das Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter, sondern das, was jetzt in Rede ist als Mietendeckel, das soll eine Regelung sein, die sich nur an den Vermieter richtet und die Vermieterinnen und Vermietern vorschreiben soll, was sie denn in einem Mietvertrag über Wohnraum berechnen dürfen. Und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen nach Haarspalterei, aber wir kommen gleich dazu, warum das sehr wichtig ist. Und damit das so ein bisschen plastischer ist, haben wir uns mal so den Vergleich überlegt zwischen bei einem Mietvertrag, wo es um einen Mietwagen geht. Also stellen wir uns vor, dass in einem Vertrag zwischen einem Autovermieter und einem Automieter steht, lieber Mieter, Sie dürfen mit diesem Mietwagen nicht schneller fahren als 200 Stundenkilometer. Ja? Dann ist das zunächst mal nur eine Frage zwischen dem Autovermieter und dem Mieter. Und trotzdem sagt der Staat selbstverständlich auch noch was zu der Frage, wie schnell man fahren darf. Er sagt nämlich, in Städten bitte nur 50, in manchen Zonen sogar nur 30, auf Landstraßen nur 100 und nur auf der Autobahn kannst du Gas geben. Mit anderen Worten, dieselbe Frage, ja, wie schnell darf man fahren, kann aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden, könnte in einem Mietvertrag über ein Auto eben stehen, das betrifft dann Vermieter und Mieter, und auf der anderen Seite hat der Staat eben über zum Beispiel in diesem Fall die Straßenverkehrsordnung auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und so etwas Ähnliches fordern jetzt die SPD-Leute aus Mitte. Wie gesagt, das BGB sagt, was man in das bürgerliche Gesetzbuch, was man in Mietverträge schreiben kann, und das ist Sache des Bundes, und die Länder sollen jetzt sagen können, wie schnell Vermieter fahren dürfen. Ja, um mal in diesem Bild zu bleiben, also was sie höchstens nehmen dürfen. So, die Grünen sagen ja in Berlin, man soll ja jetzt keine überzogenen Erwartungen wecken, aber wenn es möglich ist, sollen sie, mach das. Sonst verzweifeln die Mieter quasi noch an diesem schlechten Bundes,
Recht, sagen sie. CDU ist kritisch, Angebot und Nachfrage, das ist das klassische Marktargument. Sollen die Mietpreise regeln, meint zum Beispiel Burkhard Dregger, der Fraktionsvorsitzende. Die FDP sagt, dieser Deckel würde den Wohnungsmarkt nicht entlasten, lieber die Grundsteuer senken. Die Frage ist doch jetzt aber, dürfen das die Länder? Also das ist doch diese Frage nach der Gesetzgebungskompetenz. Sind die Länder in der Lage, wenn es ein Bundesrecht gibt, zu sagen, ja, im Prinzip schon, aber wir schreiben den Vermietern unter bestimmten Bedingungen ganz konkrete Obermieten vor. Geht das? Ja, ganz genau. Das ist auch die spannende rechtliche Frage, die im Hintergrund steht. Und das ist für uns als Lage so ein bisschen die Gelegenheit, nochmal einen Schritt zurück zu tun und eigentlich zu überlegen, wie regelt denn eigentlich das Grundgesetz, wer Gesetze schreiben darf? Und spannenderweise ist es so, dass das Grundgesetz im Prinzip erstmal nicht regelt, was die Länder dürfen. Denn bei Default, also wenn nichts geregelt ist, dann sind die Länder zuständig für die Gesetzgebung. Also alles, was im Grundgesetz nicht erwähnt ist, das fällt in die Normalzuständigkeit der Länder. Der Bund darf nur dann Gesetze erlassen, wenn ihm das Grundgesetz das ausdrücklich erlaubt. Das tut es natürlich sehr viel, deswegen haben wir im Alltag extrem viel mit Bundesgesetzen zu tun, aber quasi rechtstechnisch ist es so, dass der Bund nur bestimmte Gebiete hat, wo er Gesetze erlassen darf. Und da gibt es zum einen die ausschließlichen Kompetenzen, da sind die Länder völlig raus. Ja, Beispiel Staatsangehörigkeit, das macht keinen Sinn, dass die Bayern und die Rheinland-Pfälzer andere Vorstellungen haben, wer alles Deutscher ist oder Deutsche. Deswegen hat der Bund die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz über die Staatsangehörigkeit. Das gleiche gilt für Verteidigung oder für Währung, ja, wie das eben so ist. Und dann gibt es, und da wird es dann spannend, die sogenannte konkurrierende Gesetzgebung. Das sind Gebiete, da kann der Bund unter bestimmten Voraussetzungen Gesetze erlassen. Und die Länder können das aber auch, aber nur solange der Bund nicht handelt. Das heißt, der Bund hat so eine Art Zugriffsrecht unter bestimmten Grenzen, die das Grundgesetz definiert. Und wenn der Bund aber ein bestimmtes Rechtsgebiet geregelt hat, dann können die Länder das nicht mehr. Das heißt, zum einen dürfen sie tatsächlich dann keine Gesetze mehr erlassen. Und wenn es doch mal einen Konflikt gibt, zum Beispiel, weil ein Land schon früher ein Gesetz erlassen hatte, dann geht das Bundesrecht vor. Da schreibt Artikel 31 des Grundgesetzes, Bundesrecht bricht Landesrecht. Gut, jetzt hat aber der Bund ja bestimmte Regelungen zur Miete und zur Miethöhe erlassen. Was sagt uns denn diese Geschichte jetzt über diesen konkreten Mietdeckel und die maximalen Miete? Genau, also da muss man sehen, das Mietrecht ist im BGB im Grundgesetz auch nicht ausdrücklich zugewiesen. Das Grundgesetz sagt aber, das bürgerliche Recht ist eine Frage der konkurrierenden Gesetzgebung. Und das heißt, in diesem Bereich, was darf in einem Mietvertrag stehen, wann darf man kündigen zum Beispiel, wäre ein weiteres Beispiel, da sind die Länder ganz klar raus, da können sie nichts regeln. Dann gibt es aber auch noch das Gebiet des sogenannten Wohnungswesens. Das gab es früher als konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Und diese Kompetenz wurde ausdrücklich im Jahr 2006 bei der Föderalismusreform gestrichen. Und das bedeutet, wie gesagt, by default, normalerweise sind die Länder zuständig, wenn im Grundgesetz nichts anderes steht. Wenn man also eine konkurrierende Gesetzgebung streicht, führt es dazu, dass die Länder neu zuständig werden. Das heißt also, die Länder können auf dem Gebiet des Wohnungswesens Regelungen schaffen. Frage nur, was ist das Wohnungswesen? Das Bundesverfassungsgericht hat bisher relativ wenig dazu gesagt. Es gibt nur eine Entscheidung aus dem Jahr 1984 zum Investitionshilfegesetz. Da heißt es so schön, es muss auf jeden Fall ein gestaltender Einfluss auf die Wirtschaft, also in diesem Fall die Wohnungswirtschaft, gemeint sein. Also es dürfte damit wohl gemeint sein, dass der Staat irgendwie Einfluss nimmt auf den Wohnungsmarkt. Aber, ganz wichtig, das muss gelten, nicht etwa zwischen Vermieter und Mieter, denn das ist ja schon Frage des bürgerlichen Rechts, sondern im Verhältnis zwischen Staat und Eigentümer. Das heißt, der Staat muss direkt dem Vermieter, dem Eigentümer eines von Wohnraum, Vorgaben machen. Nur dann ist es Wohnungswesen, ja, alles andere wäre bürgerliches Recht. Und da kann man natürlich jetzt sagen, wie jetzt der Staat schreibt Mietpreise vor, das klingt ja irgendwie nach Sozialismus. Auf der anderen Seite wäre das aber historisch betrachtet Unsinn. Denn seit dem Ende des Ersten Weltkriegs bis in die 60er Jahre galten verschiedene Obergrenzen für Mietpreise. Zum Beispiel seit 1936 sogar ein ganz strikter Mietenstopp. Ja, da wurden die Mieten einfach eingefroren. Und dieser Mietenstopp galt im Prinzip sogar bundesweit bis ins Jahr 1960. Ja, da ist ein Gesetz beschlossen worden von CDU, CSU und FDP, dass diesen Mietstopp abgeschafft hat. In Berlin galt eine ähnliche Regelung sogar bis 1988. Ja, allerdings nicht für Neubauten, nur für Altbauten, aber wegen des großen Wohnungsmangels in West-Berlin waren die Mieten da eingefroren. Ja, hat also mit Sozialismus nichts zu tun. Es gab wahrscheinlich kaum eine antisozialistischere Gegend in Deutschland als West-Berlin, ja, Frontstadt gegen die DDR. Und insofern, also mit Sozialismus hat das nichts zu tun. Es war einfach eine Überlegung, wie man tatsächlich den Mietpreis deckeln kann. Die Frage ist bloß,
ob das denn jetzt tatsächlich reicht. Da gibt es durchaus im politischen Raum einige Differenzen. Ja, Katrin Lamscher von der Linken, Bausenatorin in Berlin, sagt, kompetenzrechtliche Herleitung in dem Fachartikel nicht überzeugend gelungen, ist ihr Urteil. Also die schwankt sozusagen noch. Diejenige, die das dann auch mit umsetzen müsste, Haus und Grund, also der Verband der Eigentümer von Immobilien, sagt, wenn der Bund Regelungen zur Miethöhe in Mietverträgen getroffen hat, dann ist das Thema komplett durch. Das heißt, das Bundesgesetz, das bürgerliche Gesetzbuch, das für Mietverträge gilt, sperrt auch Regelungen, die sich nur an Vermieter wenden. Und der Haus und Grund spricht von unverhohlenem Klassenkampf gegen kleine und mittelständische Eigentümer. Das wundert nicht. Der Mitinitiator Kilian Wegner sagt, spricht von einer sphärischen Kritik, also keine konkreten Gegenargumente vermag er zu sehen. Und der Karlsruher Immobilienrechtler Thomas Hannemann sagt, er ist immerhin Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Mietrecht und Immobilien beim Deutschen Anwaltverein. Er sagt, Mietpreisrecht fällt unter das Wohnungswesen, das die Länder regeln dürfen, und andere passgenaue Kompetenztitel gäbe es im Grundgesetz nämlich gar nicht. Das heißt also, er sagt, das könnte durchaus funktionieren. Jetzt ist das Ganze natürlich eine Idee, ja, die aus Pankow geboren ist, und sagen wir mal, die Frage ist halt, wie wahrscheinlich ist es, dass es jemals umgesetzt wird? Fragezeichen. Wenn es denn umgesetzt werden würde, dann könnten die Länder eben tatsächlich durchaus richtig fett reinregieren in solche Mietverträge und sagen, das ist der Maximalpreis. Wie wahrscheinlich ist das? Also ich denke, dass das politische Interesse sehr, sehr groß ist. Das Statement der Grünen aus Berlin hatten wir gerade schon von Frau Schmidberger, heißt sie, glaube ich, die eben sagt, die Leute sind frustriert über das schlechte Bundesrecht. Man muss halt sehen, dass diese Mietregelung durch die Mietpreisbremse über das Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter einfach eine sehr, sehr sanfte Regulierung ist, die nicht so richtig durchgreift. Die hat also, das haben wir ja auch schon in der Lage oft diskutiert, da gibt es einfach wahnsinnig viele Hintertüren, durch die man eben dann doch noch hohe Mieten festsetzen kann. Und die ersten Auswertungen zum Effekt der Mietpreisbremse sagen, ja, der Anstieg der Mieten konnte etwas gebremst werden, aber die Mieten steigen weiter und gehen eben weiter durch die Decke, und es gibt immer mehr Menschen, die sich keine Miete mehr leisten können, jedenfalls nicht, wenn sie nicht ganz weit raus aufs Land ziehen wollen. Und insofern ist der politische Druck einfach enorm groß, ein anderes Mittel zu finden für die Deckelung von Mietpreisen, als es die Mietpreisbremse und die Regelung über die Mietverträge leisten kann. Und insofern glaube ich, ist da ein wahnsinniger politischer Schwung drin. Ja, und es ist eine extrem populäre Maßnahme. Umfragen sprechen von etwa 70% der Bevölkerung, die für das Einfrieren von Mieten sind. Dann muss man sich natürlich noch darüber unterhalten, wie dann dieser Mietendeckel genau aussehen soll. Aber ich glaube, da wird es zumindest politische Versuche geben. Wie gesagt, Berlin und Hamburg sind die ersten Länder, die darüber nachdenken. Aber vielleicht, na gut, Freistaat Bayern weiß man jetzt nicht, ne? Ob da jetzt, also München ist ja wahrscheinlich die am schlimmsten betroffene Stadt. Ob da sowas zustande kommt, bin ich skeptisch. Aber ich glaube, Berlin und Hamburg werden das zumindest mal ausloten. Und ich denke, aus verfassungsrechtlicher Perspektive ist es auf jeden Fall ein Versuch wert. Wie gesagt, das Wohnungswesen hat historisch genau das bedeutet, nämlich Mietendeckel. Ja, gab es bis in die 60er Jahre, hat auch niemand in Frage gestellt, ob das verfassungsmäßig ist. Und klar, wir haben uns irgendwie so ein bisschen dran gewöhnt, dass man Mietpreise nicht mehr staatlich deckeln kann, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen die neoliberale Kultur, die in den 90ern und 2000er Jahren Einzug gehalten hat. Vielleicht waren wir da einfach, wenn man ehrlich ist, in den 20er bis 60er Jahren schon so ein bisschen weiter und haben uns an diesen schönen Satz, oder damals haben wir im Grunde so diesen schönen Satz gelebt, Eigentum verpflichtet, ne, der ja immerhin auch im Grundgesetz steht. Also ich finde das eine spannende Idee und ich denke, das sollte man auf jeden Fall mal probieren. Die Bundeswehr steckt schon länger in der Krise, aber jetzt in dieser Woche haben sich die Wolken über Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen doch erheblich zugezogen und verdunkelt. Da gibt es irgendwie so, wenn man mal über den Daumen gepeilt, so 4 Einschläge neben und in und um ihr Ressort rum. Zum einen, okay, kleine Lappalie, aber es häuft sich dann doch. Bundespräsident Steinmeier ist in Äthiopien gestrandet, weil wieder mal ein Flugzeug der Luftwaffe der Flugbereitschaft defekt war. Er konnte dann irgendwann nach Hause fliegen mit ein paar Stunden Verspätung, aber das häuft sich. Dann die Gorch Fock, das Aushängeschild der Marine, so ein riesiges Segelschiff, Schulschiff, liegt seit 3 Jahren im Trockendock, und da ist jetzt dieser Tage doch einiges passiert. Das Ding kostet 10.000 Euro pro Tag, nur dass es da rumliegt. Pro Tag. Ne, weil das irgendwie es musste halt saniert werden, es musste repariert werden. Ursprünglich sollte das 10 Millionen Euro kosten. Jetzt ist man schon bei mindestens 80 Millionen.
Millionen, wahrscheinlich kostet es dann am Ende 135 Millionen. Und dann gibt es halt noch einen Verdacht auf Korruption bei diesen Werften, die da beteiligt sind. Dann ermittelt die Staatsanwaltschaft in dieser Sache. Und allein jetzt die Verschrottung, um das Ding wieder schwimmfähig zu machen, um es zu einem Betrieb zu fahren, der es verschrotten darf irgendwo in den Niederlanden, das würde allein schon wieder Millionen kosten. Also das Ding ist, sagen wir mal, auf symbolische Art extremer Tiefschlag, weil das eben so ein Aushängeschild ist und so viel Strahlkraft hat und dann aber auch auf strafrechtlicher Ebene natürlich gerade echt ein Riesenproblem. Aber die beiden größten Probleme für von der Leyen sind einerseits, dass jetzt ein Untersuchungsausschuss eingerichtet wurde diese Woche wegen dieser sogenannten Berateraffäre. Also von der Leyen hatte ja, sagen wir mal, um auch alte Seilschaften im Verteidigungsministerium zu zerschlagen, eine Beraterin von McKinsey zur Staatssekretärin gemacht. Die ist inzwischen aus unbekannten Gründen wieder zurückgetreten. Aber McKinsey wurden in dieser Zeit und glaube ich auch später Millionenaufträge zugeschanzt, also diesem Beratungsunternehmen, ohne Ausschreibung. Das heißt also, normalerweise ab bestimmten Summen muss halt ausgeschrieben werden, muss gesagt werden, das Ministerium hat diese und diese Aufträge zu vergeben. Bitte bewerben Sie sich, liebe Unternehmensberatungsunternehmen, und wir nehmen dann nach einem transparenten Verfahren das beste Angebot. Aber in diesem Fall wurden halt Millionenaufträge vergeben, freihändig, wie das so heißt. Also einfach gesagt, ja, die machen das jetzt mal, bitteschön. Das wurde im da wurde so der Umweg über so Rahmenverträge genommen, die auch sehr umstritten sind, weil sie eben verhindern, dass bestimmte Aufgaben nochmal neu ausgeschrieben werden. Und da gibt es eben den Verdacht von Vetternwirtschaft zwischen Unternehmensberatern und bestimmten Generälen, weil das eben ohne Ausschreibung vergeben wurde, weil da sehr viele Millionen geflossen sind. Und von der Leyen hat schon zugegeben, dass es da Verstöße gegen das Vergaberecht gegeben hat. Und nun gibt es also einen Untersuchungsausschuss, den die Opposition eingerichtet hat und auch durchgesetzt hat, dass der ein sehr breites Mandat hat. Also der darf sozusagen sich sehr breiten Fragen widmen. Und da ist immer so ein bisschen unklar bei diesen Untersuchungsausschüssen, Ulf, das weißt ja auch du, was dabei rauskommt. Die können total im Sande verlaufen, die können aber auch eine extrem unberechenbare Eigendynamik entwickeln, weil dann gerade mit so einem breiten Untersuchungsauftrag dann noch Themen aufpoppen, Fragen aufpoppen, und weil sie eben diesen breiten Auftrag haben, dürfen sich die Abgeordneten diesen Fragen auch widmen und denen nachgehen und Akten einfordern. Also dass das ist quasi so ein bisschen unberechenbar fürs Ministerium. Ja, in der Tat. Da kann man einfach nie so richtig wissen, auf welche Ideen dann insbesondere natürlich die Oppositionsabgeordneten noch so kommen in einem solchen Untersuchungsausschuss. Also Verträge ohne Ausschreibung zu vergeben, ist allerdings extrem gefährlich. Das kenne ich aus meiner eigenen Verwaltungsarbeit, ne? Stichwort funktionelles Transparenzsystem. Da müssen natürlich auch Ausschreibungen gemacht werden. Wenn ich mir angucke, wie wir da für ein paar Mark 50 schon ganz viel Papier bewegen, dann kann ich nur noch staunen, wie Millionen angeblich ohne Ausschreibung vergeben werden können. Klar, da gibt es dann immer so Hintertüren, zum Beispiel, dass nur ein bestimmter Auftragnehmer angeblich überhaupt in der Lage sei, aus technischen Gründen zum Beispiel oder aus Kompetenzgründen einen Auftrag auszuführen. Aber das sind dann natürlich häufig auch sehr vorgeschobene Argumente. Also insofern, wie gesagt, ich kenne da jetzt die Details nicht, das ist auch alles nicht öffentlich, aber da kann ich mich wirklich nur wundern. Und außerdem finde ich generell, also das jetzt hat gar nichts konkret mit dem Verteidigungsministerium zu tun, diese Vergabe von Aufträgen an Beratungsunternehmen extrem problematisch. Denn mal ganz ehrlich, die Idee ist doch eigentlich, dass man in einem Ministerium selber diese Kompetenz aufbaut, ne? Weil immer ganz ehrlich, es ist doch die Idee, dass man in einem Ministerium genau die Leute hat mit den entsprechenden Erfahrungen und Qualifikationen, um selber am besten zu wissen, wie man Dinge strukturiert. Das ist aus meiner Sicht, ich weiß nicht, Philipp, wie du das siehst, aber aus meiner Sicht ist das schon mal eine Kapitulation, wenn man Millionenbeträge für Dienstleister ausgeben muss, die einem dann sagen, wie man sein Haus am besten strukturiert. Ja, also ich glaube, da liegt die Wahrheit wie immer in der Mitte. Ich denke, ja, im Idealfall ist es so, dass in den Ministerien genug Kompetenz vorhanden ist, um alle wesentlichen Fragen zu lösen, um bestimmte Pläne zu machen, Pläne zu entwickeln, Strategien zu entwickeln, etc. pp. Nun ist es aber so, dass wir in einer Zeit leben, wo sich sehr viel sehr schnell ändert, vor allen Dingen auch in technologischer Hinsicht. Und da finde ich das Argument durchaus auch nachvollziehbar, dass man sagt, für Sachen, die mal schnell gehen müssen, für Sachen, für Spezialaufträge, für Techniken, in denen das Ministerium eben keine Kompetenz hat entwickeln können, da kann man ausnahmsweise auch mal Unternehmensberater ranziehen, die sich vielleicht seit Jahren nur mit diesem Thema befassen und dort schnell Input. Wenn es denn so ist. Wenn es denn so ist, ja. Aber also mal ganz ehrlich, ich kenne selber eine Reihe von Leuten, die bei Unternehmensberatungen gearbeitet haben. Ich will ja jetzt kein ganzes Geschäftsfeld in die Tonne treten. Also es kann ja sehr gute Gründe geben, warum man Unternehmensberater an Bord holt. Ja, Stichwort Umstrukturierungsmaßnahmen oder auch Arbeitsplatzabbau. Da fehlt häufig dem, gerade bei mittelständischen Unternehmen, im Unternehmen dann auch manchmal so ein bisschen die Distanz, weil
einem dann vielleicht auch die Leute leid tun und so. Da holt man dann möglicherweise Unternehmensberatung, die einfach sagt, Leute, sorry, es hilft nichts, hier muss der Rotstift angesetzt werden. Ja, kann es alles gute Gründe dafür geben. Aber auf der anderen Seite sind es natürlich auch keine Zauberer. Das sind ja häufig Leute, die gerade einen Uni-Abschluss gemacht haben, sehr junge Leute sind und die eben auch wirklich auch nur mit Wasser kochen. Ja, absolut. Also der Spiegel hat ja einen großen Titel dazu geschrieben und ich finde, die machen da ein paar valide Punkte. Deren Punkt ist, es werden ungefähr 3 Milliarden Euro pro Jahr von der Bundesregierung für Beratungsunternehmen ausgegeben. Und die 3 Milliarden Euro. Ja, das ist so ein bisschen geschätzt, weil nichts Genaues weiß man nicht. Irgendwie führt da keiner Buch und dann werden Beratungsleistungen nicht als Beratungsleistungen verbucht, sondern als irgendwelche externe Dienstleistungen. Dann tauchen die in irgendwelchen Angaben schon nicht mehr auf, wie viel denn für Berater ausgegeben wurde. Also da wird auch viel verschleiert und Schmuh gemacht, aber der Spiegel sagt 3 Milliarden. Und der Spiegel macht das Argument, dass es eben nicht nur ausnahmsweise mehr passiert, sondern dass die Berater wirklich zentrale Politikfunktionen übernommen haben, dass Digitalstrategien zum Beispiel von Unternehmensberatern geschrieben werden, ja, und dass eben viel von dem Know-how, was in bestimmten Prozessen generiert wird, nicht in den Ministerien bleibt. Das wäre ja eine Möglichkeit, dass man sagt, ja, wir holen Berater rein, aber da müssen wir einen Weg finden, wie das generierte Know-how, das Wissen auch in den Ministerien bleibt, dass die Ministerien sich auch fortbilden, dass da Kompetenzen aufgebaut werden, aber der Spiegel argumentiert, das passiert so gut wie gar nicht und dass eben viele Ministeriale sich auch wundern, mit was für PowerPoint-Präsentationen sie da für viel Geld versorgt werden. So nach dem Motto, das ist so ein bisschen aufgewärmt, umformuliert, aber im Kern ist dann nichts Neues. Das hätten wir auch machen können. Also da gibt es schon sehr, 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 sehr viele Fragezeichen. Ich finde es gut, dass dieser Untersuchungsausschuss da jetzt vielleicht mal ein bisschen Licht reinbringen kann. Aber insgesamt scheint mir das schon ein grundsätzliches Problem zu sein, dass Berater dann Büros in den Ministerien haben und viele Kernfunktionen von Beamten, von Ministerien übernommen haben, die ihnen einfach nicht zustehen. Und da muss aufgeräumt werden. Das ist, glaube ich, das ist so ein bisschen außer Rand und Band geraten. Ja, genau, weil man ja auch überhaupt nicht weiß, wem eigentlich diese Berater wirklich dienen. Ne? Das muss man ja immer dabei sich vor Augen führen. Also Beamte haben ja, das Beamtenwesen hat ja gerade den Sinn, dass man eben Menschen hat in Diensten des Staates, die völlig unabhängig sind von irgendwelchen externen Einflüssen. Das ist natürlich, wenn man die dann schlecht bezahlt, wie das in manchen Bereichen des öffentlichen Dienstes passiert, ist das natürlich alles heikel. Aber die Grundidee ist, der Staat alimentiert diese Menschen, bezahlt sie so gut, dass sie wirtschaftlich völlig unabhängig sind von fremden Einflüssen, sodass sie wirklich nur dem allgemeinen Interesse verpflichtet sind. Und was weiß man denn bei so einem McKinsey-Berater, was der vorher für einen Auftrag hatte und was der möglicherweise nach dem Bundesministerium für einen Auftrag hat und wessen Interessen der wirklich dient. Ja, also das ist eben brandgefährlich, denke ich, wenn man Menschen sich ins Haus holt, deren Interessenstrukturen schlicht und ergreifend völlig intransparent sind. Und Philipp, du hast den zweiten wesentlichen Punkt angesprochen, Kompetenzaufbau und Kompetenzverlust. Wenn man dann eben so ein Team hat von externen Beratern, die sich in ein Thema reinfuchsen und die gehen nach 2 Jahren wieder, dann ist diese Kompetenz auch weg, ne? Während die Ministerialbeamten diese Kompetenz aufbauen und dann eben auch im Haus weiter kultivieren. Also insofern, da muss man, glaube ich, ausgesprochen kritisch sehen. Genau, das muss man wieder auf Normalmaß zurückstutzen. Das letzte große Thema, was von der Leyen... Ja, und vor allem Stichwort Normalmaß. Ja. Ganz, ein letzter Gedanke, ganz kurz noch dazu. Es ist auch Normalmaß bedeutet aus meiner Sicht vor allem, man muss sich überlegen, welche Themen man von Beratern beackern lässt. Also, wenn es darum geht, ein Ministerium oder eine Behörde umzuorganisieren, ja, arbeitsorganisatorisch rein, nicht inhaltliche Fragen, was ist die Politik, sondern nur, wie macht man Stellen das wir so, das Ding auf, dass, am schnellsten, so, ne? dass ja. es am schnellsten organisatorisch funktioniert. Da würde ich sagen, können Unternehmensberatungen total viel Sinn machen, weil die eben wissen, wie Strukturen in der Wirtschaft funktionieren und vielleicht auch häufig einfach mal guten frischen Wind mitbringen. Da bin ich sofort dabei. Aber richtig gefährlich wird es, sobald die in irgendeiner Art und Weise inhaltliche Entscheidungen vorbereiten, denn wie gesagt, da weiß man nicht, wessen Interessen das sind und die Kompetenz geht dann schnell wieder verloren, wenn die Beratung vorbei ist. Insofern glaube ich, Normalmaß, wie du das formuliert hast, Philipp, bedeutet in diesem Fall organisatorische Fragen ja, inhaltliche Fragen nein. Wie gesagt, ein letztes Thema, was von der Leyen noch auf die Füße gefallen ist, ist heute ein, glaube ich, 126 Seiten dicker, das weiß ich gerade nicht genau, die Seitenanzahl, Bericht des Werbeauftragten des Bundestags, Hans-Peter Bartels, der ja ein ziemlich desaströses Bild des Innenlebens der Bundeswehr zeichnet. Dazu muss man wissen, Hans-Peter Bartels, also der Werbeauftragte des Bundestages, das ist ein Bundestagsabgeordneter, der zum Werbeauftragten ernannt wird und Soldaten der Bundeswehr können sich halt jederzeit und auch Umgehung der
wie sagt man, der Befehlskette des Dienstwegs an diesen Werbeauftragten wenden mit allen möglichen Anliegen und Schilderungen. Und das ist sozusagen gespeist aus der Idee der Parlamentsarmee, also dass diese Armee letztlich vom Parlament gesteuert wird und nicht von Soldaten. Und der legt, wie gesagt, jedes Jahr einen Bericht vor. Und in diesem Jahr hat er sich konzentriert auf das, wie er das nennt, Bürokratiemonster Bundeswehr. Und dieser Bericht ist wirklich voll von Absurditäten aus dieser Welt Bundeswehr. Also, du hast ihn mal gelesen. Ja, bis zu 3 Monate Wartezeit für eine Fliegerkombi, also so ein Anzug, mit dem man für Piloten, muss man 3 Monate warten. Hochmoderne Schützenpanzer, bei denen die Soldaten nicht zu groß sein dürfen, okay, aber auch nicht zu klein, weil es dann bestimmte Sachen nicht mehr funktionieren. Es gibt leere Übungshäuser für den Ortskampf mit maximal 6 Geschossen. Also das gibt so Übungsgelände, wo die Soldaten also für den Häuserkampf üben. Und diese Häuser dürfen halt nur maximal 6 Geschosse hoch sein, weil sonst ein Aufzug nötig wäre. Denn das sind halt Vorschriften und die müssen halt befolgt werden. Also haben die Dinger nur 6 Geschosse, um den Aufzug zu sparen. Oder es gibt allein 12 Dienststellen, die für die Betreuung des ziemlich betagten Kampfjets Tornado zuständig sind. 12 Dienststellen. Also wie gesagt, und das könnte man auffüllen mit Absurditäten aus diesem Bürokratiemonster, wie er das nennt. Und ich habe mal Thomas Wiegold angerufen und gefragt, wie er das denn so sieht. Er schreibt seit Jahren eigentlich über Verteidigungs- und Sicherheitspolitik und hat sehr seine Ohren in der Bundeswehr. Er hat auch einen Blog dazu, augengeradeaus.net. Dort, wie gesagt, lesen sehr viele Soldaten mit und melden sich bei ihm auch. Und ich habe Thomas mal gefragt, ob er, sagen wir mal, dieses doch recht desaströse Bild, was der Werbeauftragte vom Innenleben der Bundeswehr zeichnet, ob Thomas das teilt. Nun, nach dem, was ich vorher schon hörte und was ich als Reaktion auf den Bericht höre, trifft alles ziemlich zu, was der Wehrbeauftragte da bemängelt. Insbesondere, wenn er in seinem jüngsten Bericht die Probleme mit dem Bürokratiemonster Bundeswehr in den Vordergrund stellt. Beschaffungen, die ewig dauern, selbst wenn es nur um Kleinigkeiten geht. Absicherungsdenken, Vorschriften, die sich gegenseitig blockieren. Und wo die Soldaten sagen, ja, eigentlich können wir unsere Arbeit zum Teil nicht mehr machen, weil wir zur Erfüllung all dieser Regeln und Vorschriften dieses und jenes tun müssen, statt wirklich konstruktiv was zu tun. Also es ist schon ziemlich desaströs und der Werbeauftragte sagt, am Geld liegt's nicht. Das war ja mal jahrelang das Problem, dass die Bundeswehr quasi kaputt gespart wurde. Aber von der Leyen hat in den letzten 5 Jahren den Etat von 30 Milliarden auf 40 Milliarden hochgeboxt. Und was aber verändert werden muss, sind eben diese ganzen bürokratischen Regelungen und die Strukturen. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob von der Leyen das hinkriegt. Und da gibt's auch viele Zweifler. Sie hat was angeleiert, das sagen auch viele, aber es trägt bisher keine Früchte. Es geht eben zu langsam. Und die Frage ist, die man sich stellen kann, muss da von der Leyen jetzt gehen, weißt du? Ist das ihre Schuld oder muss man ihr noch mehr Zeit geben? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass diese Bundeswehr echt so ein bisschen, das weiß ich auch nicht, die ist in einem traurigen Zustand und die scheint sich sehr verselbstständigt zu haben. Also von der Leyen hat ja versucht, da Strukturen und Netzwerke zu zerschlagen, als sie da reinkam, hat Berater reingeholt, um eben solche Strukturen zu verändern. Aber das ist auch nach hinten losgegangen und also niemand spricht ihr ab, dass sie es nicht versucht hätte. Aber auch sie hat irgendwie keinen Erfolg. Und die Frage ist, was macht man mit so einem Ministerium? Ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, also das muss ich gestehen, das ist jetzt wirklich so eine totale Vogelperspektive. Ne? Ich bin da wahrlich nicht drin im Bundesministerium der Verteidigung. Aber nach allem, was du jetzt auch zusammengestellt hast, Philipp, und was der Werbeauftragte zusammengestellt hat, kann man jedenfalls sagen, dass dieses Haus so ein bisschen vor sich hintreibt, ja, ohne klare Führung. Die Ministerin hat das sicherlich versucht, da mal eine Richtung vorzugeben und bestimmte Dinge zu verändern. Aber ich habe den Eindruck, dass sich das Haus jedenfalls ihrer Führung massiv widersetzt. Anders kann man das, glaube ich, nicht beschreiben, dass sich also auch nach einigen Jahren, die sie ja, sie ist ja jetzt nicht erst seit gestern. 5 Jahre ist jetzt, glaube ich, im Amt. 5 Jahre ist sie jetzt im Amt. Ne? Schon in der letzten großen Koalition war sie ja Verteidigungsministerin. Also wenn sie nach so langer Zeit da noch keine organisatorischen oder sonstigen Governance-Vorteile auf die Beine gestellt hat, da muss man sich schon fragen, ob das in Zukunft noch zu erwarten ist. Ich weiß nicht, ob das quasi wirklich persönliche Fehler von ihr sind oder ob das Haus aus irgendwelchen Gründen sie einfach nicht akzeptiert und leerlaufen lässt. Ja, wenn man sich mal diese ganzen skandalösen Veröffentlichungen anguckt, hat man auch so ein bisschen den Eindruck, dass da schon eine ganze Menge geleakt wird. Ja, was finde ich immer ein verdächtiges Zeichen ist, dass ein Haus sich eigentlich gegen Reformversuche massiv sträubt. Ja, wenn man also die Ministerin dann quasi aus dem Hinterhalt angreift. Also ich denke, es wird nicht anders gehen, als dass man sie ablöst. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, sie ist generell eine schlechte Ministerin, aber jedenfalls sie und das BMVG passen anscheinend einfach nicht zusammen. Das
Nächste Thema ist uns angetragen worden von vielen Hörern und Hörerinnen. Da geht es um den E-Mail-Anbieter Posteo und eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die doch für einige Wirbel gesorgt hat. Ulf, worum ging es bei dem Fall? Ja, genau. Also Posteo ist ja ein E-Mail-Anbieter, der immer damit wirbt, sie hätten ein besonders datenschutzfreundliches Geschäftsmodell. Und deswegen haben sie unter anderem ihr System so aufgebaut, dass sie bei dem Zugriff auf ein E-Mail-Postfach gar nicht mehr so unmittelbar sehen, von welcher öffentlichen IP-Adresse dieser Zugriff kommt. Also jeder Computer, der im Internet unterwegs ist, hat ja eine IP-Adresse, über die er eben kommuniziert, die sogenannte öffentliche IP-Adresse, die bekommt man normalerweise vom Provider und damit kommuniziert dieser Computer im Internet, wenn man, das ist jetzt eine etwas vereinfachende Beschreibung, die Nerds zucken jetzt zusammen, weil diese IP-Adresse häufig eben nur der Router hat und aber diese Details lassen wir jetzt mal außen vor, jedenfalls, also Zugriff auf ein E-Mail-Konto bei einem Provider kommt immer von irgendeiner öffentlichen IP-Adresse aus und Posteo hat, und diese öffentliche IP-Adresse kann dazu dienen, möglicherweise zu identifizieren, wer dieser Zugreifer ist, weil jedenfalls, wenn diese IP-Adresse bei einem deutschen Internetzugangsanbieter geschaltet ist, der Zugriff darauf möglich ist, wer denn der Anschlussinhaber ist. Ja, also wer hat quasi diesen Mobilfunkanschluss oder diesen DSL-Anschluss zum Beispiel geschaltet bei dem Provider, dem die IP-Adresse zu dem bestimmten Zeitpunkt zugeordnet war. Deswegen wollen Ermittlungsbehörden immer gerne wissen, von welcher IP-Adresse kam ein bestimmter Zugriff. Die kann man zwar auch verschleiern, ja, wenn man zum Beispiel Tor nutzt oder wenn man über einen VPN-Anbieter im Ausland geht, aber im Grundsatz ist schon so, dass man aus der IP-Adresse bestimmte Erkenntnisse gewinnen kann. Und Posteo wiederum hatte jetzt sein System so organisiert, dass diese IP-Adresse nur ganz am Rande von Posteos IT-Systemen mal aufgeschlagen ist, an den sogenannten NAT-Routern, NAT-Routern, und dann aber die Anfrage quasi innerhalb des Posteo-Systems anonym weitergeleitet wurde. Und bei den eigentlichen E-Mail-Servern kam dann also schon diese öffentliche IP-Adresse, die die Behörden immer gerne haben wollen, nicht an, sondern nur eine interne IP-Adresse von Posteo, mit der die Behörden nichts anfangen konnten. Und nun kam es, wie es kommen musste. Gegen einen Kunden von Posteo wurde eine Telekommunikationsüberwachung angeordnet nach § 100a der Strafprozessordnung. Was bedeutet, alle Inhalte der Kommunikation, also was steht in den Mails drin, musste an die Ermittlungsbehörden in Stuttgart in diesem Fall weitergeleitet werden, aber eben normalerweise auch die sogenannten Umstände der Kommunikation, also auf Deutsch, von welcher IP-Adresse kommen die Zugriffe. Und Posteo war aber dazu nicht in der Lage. Die haben also brav die Inhalte der E-Mails geliefert, konnten aber die IP-Adressen nicht liefern, weil sie eben ihr System so organisiert hatten, dass die IP-Adressen ganz am Anfang schon rausgefiltert wurden. Damit waren die Ermittlungsbehörden in Stuttgart nicht einverstanden. Und so bekam dann letztlich nach einigem Hin und Her Posteo ein Ordnungsgeld aufgebrummt von 500 Euro, mit dem die Behörden Posteo zwingen wollten, diese IP-Adressen eben doch herauszugeben. Und dann ist Posteo vor Gericht gezogen. Genau, Posteo hat dann gegen dieses Ordnungsgeld geklagt und ist bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt gesagt, die Auslegung der gesetzlichen Grundlagen für die Telekommunikationsüberwachung in der Weise, dass also auch die IP-Adressen mitgeliefert werden müssen, diese Auslegung ist jedenfalls nicht verfassungswidrig. Also das Bundesverfassungsgericht hat gerade nicht entschieden, dass man diese IP-Adressen auf jeden Fall liefern muss. Es hat nur gesagt, wenn eine Behörde oder ein Gericht, wie in diesem Fall, anordnet, dass die IP-Adressen geliefert werden müssen, dann ist das nicht verfassungswidrig. Und zwar selbst dann, wenn jemand eigentlich seine IT so organisiert hat, wie eben Posteo, dass die IP-Adressen ganz am Rande schon irgendwie rausgefiltert werden. Das heißt, Posteo wird jetzt die IT-Systeme so umbauen müssen, dass sie jedenfalls dann in der Lage sind, die öffentlichen IP-Adressen mitzuliefern bei einer Maßnahme der Telefon- oder der Telekommunikationsüberwachung, wenn eine solche Maßnahme angeordnet ist. Sie müssen aber nicht, und das ist ganz wichtig bei dieser Entscheidung, grundsätzlich dazu übergehen, diese IP-Adressen mitzuprotokollieren. Ja, denn solche Anordnungen gelten eben nicht für die Vergangenheit. Posteo kann also sein System im Prinzip so datensparsam lassen, wie das bislang gebaut war. Aber wenn eine Anordnung ins Haus flattert, dann müssen Sie quasi bezogen auf diesen einen E-Mail-Account, der da betroffen ist, müssen Sie den Schalter umlegen und dieses Logging der IP-Adressen ermöglichen. Okay, aber das heißt, dann kriegen wir auch keine neue Vorratsdatenspeicherung damit, weil das eben nur auf Anlass dann passiert. Ganz genau. Also wenn man ehrlich ist, aus datenschutzrechtlicher Perspektive ist das eigentlich eine vergleichsweise zurückhaltende Maßnahme. Ja, also als Gegenentwurf zur Vorratsdatenspeicherung, wo quasi Kommunikationsverbindungsdaten generell protokolliert werden müssen, hatten Datenschützer immer vorgeschlagen, das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren, ja, wo also auf Zuruf hin bestimmte Daten protokolliert werden müssen. Und im Grunde ist das, was hier dabei rauskommt, so eine Art Quick-Freeze nur für den E-Mail-Bereich. Also E-Mail ist aus der aktuellen Vorratsdatenspeicherung sowieso ausgeklammert, aber
das ist aus Datenschutzperspektive eigentlich eine vergleichsweise zurückhaltende Lösung. Insofern denke ich, wäre es völlig übertrieben, da von einer Vorratsdatenspeicherung zu sprechen. Und ich denke auch, dass die Auslegung der gesetzlichen Grundlagen durch das Bundesverfassungsgericht in diesem Fall vertretbar ist. Also Sie haben, ja. Ja, und war das denn jetzt, also war das denn jetzt von Posteo ein smarter Move, dagegen zu klagen und sozusagen diese Klarstellung in diesem Sinne, wie du das eben beschrieben hast, zu bekommen? Ich denke, das würde ich sehr kritisch sehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war kein besonders strategischer Move. Ich meine, ich bin natürlich auch nicht, in gewisser Hinsicht nicht ganz neutral, weil wir bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte ja auch ähnliche Verfahren führen. Ich sag mal, wenn Postillo zu uns gekommen wäre, hätten wir ihnen wahrscheinlich gesagt, wir können diesen Fall so nicht übernehmen, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Postillo als Provider kann sich selbst ja nicht auf den Datenschutz berufen und auch nicht auf das Telekommunikationsgeheimnis, weil es nicht um Daten von Postillo ging, sondern Postillo konnte sich nur auf die Berufsfreiheit, also Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes, berufen. Und das Bundesverfassungsgericht sollte natürlich bei der Auslegung von Gesetzen diese anderen Grundrechte auch immer irgendwie so ein bisschen mit im Blick haben, ja, Stichwort objektive Wirkung. Auf der anderen Seite konnte aber Postillo selber diese Grundrechte gar nicht berügen als verletzt. Das heißt also, eine strategische Klage hätte in dieser Situation so ausgesehen, dass man stattdessen eben nicht alleine klagt, sondern sich mit dem betroffenen Kunden zusammentut. Das darf man dem natürlich nicht sagen, solange die Maßnahme noch läuft, aber sobald die Maßnahme abgeschlossen ist und keine Geheimhaltungspflichten mehr gelten, hätte man sich mit dem Kunden zusammentun müssen, und dann hätten Posteo und der betroffene Mensch zusammen klagen müssen gegen diese Maßnahme, und dann hätte man zusammen im Zweifel auch vor dem Bundesverfassungsgericht den Fall diskutieren können, und dann hätte nämlich der Kunde rügen können, hier, meine Information der Selbstbestimmung steht in Rede, mein Telekommunikationsgeheimnis, Posteo hätte Artikel 12 gerügt, und damit hätten diese eigentlicher Betroffenen, ja, Datenschutzgrundrechte, sage ich mal, im weiteren Sinne, diese Grundrechte hätten dann viel mehr Bedeutung in diesem Verfahren erlangt als jetzt. Jetzt ist es letztlich eine Entscheidung, ob das Posteo quasi unter dem Aspekt des Gewerbebetriebs zumutbar ist, dass sie ihre IT so ein bisschen umstricken müssen. Und da geht es also jetzt im Kern nicht um die entscheidenden Fragen. Also ich würde denken, Posteo hat eigentlich da nicht besonders schlau gehandelt. Wir haben neue Meldungen, und diesmal, also ich, wie gesagt, man kann es ja fast schon nicht mehr hören, was da alles aus Facebook rausfällt. Und das letzte Jahr war natürlich reich an Skandalen. Aber jetzt haben die sich nochmal eine Nummer geleistet, finde ich, die ein bisschen noch über das hinausgeht, was wir so bisher gehört haben. Und zwar hat Facebook quasi letztlich Teenagern $20 dafür gezahlt. Ich weiß gar nicht, ob monatlich oder einmalig. Ich glaube nur einmalig. Ich bin nicht mehr ganz sicher, was die Quelle war, aber ich habe irgendwas von monatlich gelesen. Aber es waren auch nicht bar, sondern waren 20 Euro Einkaufsgutscheine. $20. Irgendwie sowas, ne? Ja. Und genau. Und zwar hat Facebook auch Teenager, nicht nur, aber auch Teenagern $20 dafür gezahlt für Forschung, damit sie sich eine App installieren. Eine letztlich Schnüffel-App von Facebook, die einmal installiert mehr oder weniger alles mitgeschnorchelt hat, was die betreffenden Menschen auf ihrem Smartphone gemacht haben. Also der komplette Datenverkehr wurde zu Facebook-Servern geleitet. Die Betreffenden wurden auch angehalten, Screenshots zum Beispiel zu machen von der Einkaufshistorie bei Amazon. Und das Ziel war halt wirklich zu erfahren, was macht dieser Mensch auf und mit seinem Smartphone. So, und das war extrem invasiv. Und wirklich, weil wirklich nahezu alles an Facebook geliefert wurde, aus allen Apps, was auf diesen Smartphones gemacht wurde. Und irgendwann hat Apple dann gesagt, über deren App Store diese App verteilt wurde, hallo, Moment mal, das geht nicht, das wollen wir nicht, wir schmeißen euch aus dem App Store. Dann war diese App aus dem App Store raus und konnte eigentlich von Menschen mit iOS-Geräten, also Smartphone, also iPhone und iPad, nicht mehr installiert werden, weil eben auf diesen Geräten nur Apps laufen, die aus dem App Store kommen. Und dann hat Facebook gesagt, ja, schön, das kriegen wir anders hin, und hat gesagt, dann vertreiben wir diese App eben außerhalb des App Stores. Und das geht eigentlich nicht, es sei denn, man nutzt dafür das Entwicklerzertifikat. Also diese Zertifikate, das stelle ich mir eigentlich so vor, ein bisschen vereinfacht, da mit so einem Zertifikat, da macht Apple eigentlich einen Stempel auf die Software und sagt, hier, die ist von uns approved, die gibt es im App Store, und jede Software auf den Geräten, iPad oder iPhone, weiß, okay, da ist der Stempel von Apple drauf, das Ding kann ich ausführen, und wenn dieser Stempel eben nicht drauf ist, dann läuft diese Software nicht, und normalerweise gibt es diesen Stempel nur für Sachen, die aus dem App Store kommen, es sei denn, man hat so einen Entwicklerstempel, und den kann man dann quasi auf seine eigene Software, auf seine eigene App
draufstempeln, dann läuft die auch auf iOS-Geräten, iPhone, iPad, wenn sie nicht über den App Store gekommen ist. Aber da sagt Apple ganz klar, diesen Stempel, dieses Zertifikat, das dürft ihr auf eure Software nur draufkleben, wenn ihr diese App intern an eure eigenen Mitarbeiter für Testzwecke verteilen wollt. Also wenn ihr eure eigene Software im Unternehmen testen wollt, wenn ihr für eure Kantine eine eigene Software schreiben wollt und die auf den iPhones eurer Mitarbeiter installieren wollt. Und diese Regelung ist ganz, ganz eindeutig. Und Facebook ist hingegangen und hat gesagt, ja, dieses Entwicklerzertifikat, das nehmen wir mal, packen die auf unsere Schnüffel-App drauf, verteilen die aber nicht intern, sondern verteilen diese App extern an normale End-User, Teenager. Und so ging das also weiter mit dieser Schnüffel-App, die sie dann A, diese Schnüffel-App, B, auf diese extrem, also ja, gegen Apples Regeln verstoßene Art an die Endkunden verteilt haben. Und da hat Apple jetzt gesagt, okay, das geht gar nicht. Wir deaktivieren euer Entwicklerzertifikat. Das heißt, wir nehmen euch euren internen App-Stempel weg. Das hat dazu geführt, dass quasi die internen Apps von Facebook nicht mehr funktionieren. Also weder können sie ihre Menü-App, weder können sie damit ihre eigenen iOS-App bei Facebook-Kantine Essen bestellen. Sie können aber auch nicht ihre eigenen Produkte, neuen Apps intern mit ihren Mitarbeitern testen. So, das ist so im Groben das, ja, was das passiert ist. Das Letztere ist nicht ganz so einfach. Also es gibt neben diesen Entwicklerzertifikaten auch noch Beta-Programme, teilweise mit Einladung, teilweise auch so öffentliche Beta-Programme, wo man so einen Link klicken kann und so. Also Apple hat diese Restriktionen für das Ausführen von Testversionen, sage ich jetzt mal ganz untechnisch, in den letzten Jahren wirklich extrem entspannt. Also früher musste man mal genau 100 Geräte registrieren bei Apple mit der Geräteseriennummer und musste dann die Apps immer neu für diese Geräte bauen und so. Das war mal extrem kompliziert. Das ist schon deutlich liberaler geworden und es ist jetzt nicht so, dass Facebook jetzt keine Apps mehr testen kann, aber es kann eben keine Apps mehr frei verteilen. Und, genau. Das ist natürlich schon eine Einschränkung. Ja, aber der Punkt ist ja, wie sich Facebook verhält. Also Apple hat darauf reagiert, schön, man hätte sich noch drastischere Reaktionen wünschen können, aber dafür ist Facebook halt zu wichtig für Apple, dass es halt die Facebook-App im App Store gibt und so. Also, mal ganz ehrlich, für eine Kreuzberger Hinterhof-App-Schmiede, die irgendwie drei Apps im Store hat mit ein paar tausend Downloads, die wäre ja sofort gekegelt worden. Und zwar nicht nur mit dieser umstrittenen App, sondern mit allen Apps. Mit allen Apps und zwar für immer. Da kannst du den Laden zumachen. Ne? Da kennen die überhaupt keinen Spaß. Also da gibt es auch in den Regeln, in den App Store Zulassungsregeln ganz klare Fälle, wenn man also solche Fraud, ja, so wie in diesen Fällen Customer Fraud und so, also Betrug oder wenn man zum Beispiel auch versucht, Apple auszutricksen und irgendwelche Funktionen in Apps versteckt, die Apple dann beim Review nicht sehen soll und so. Also da verstehen die überhaupt keinen Spaß. Ja, so. Also da kann Facebook eigentlich von Glück reden, dass Apple sie noch so vergleichsweise sanft angefasst hat. So. Und jetzt gibt es ja wie Leute, ne, wie dieser Apple-Blogger Gruber mit wie heißt nochmal sein Ding, sein Blog Daring Fireball, genau. Ach, sagt, ja, okay, wie ich immer schon gesagt habe, Facebook ist eine kriminelle Firma. Jetzt ist die Frage, ist das eine neue Dimension? Also ich finde, daraus spricht schon, also ich will nicht sagen kriminelle Energie, aber das ist schon nah dran. Ich finde, das ist schon nah dran. Ich finde das auch wirklich hart. Ich muss gestehen, es hängt, wie gegenüber Apple ist es natürlich schon extrem dreistes Verhalten. Aber letztlich ist ja die entscheidende Frage, wie hat sich Facebook den Kundinnen und Kunden gegenüber verhalten? Also insbesondere diesen Teenies, die sie da eben speziell ins Visier genommen hat. Ich glaube, die Altersgrenze war 20 oder 25, irgendwie sowas. Ne? Ja, ein bisschen höher. Relativ junge Leute wollten sie haben. Und sie haben eben, und das muss man immer wieder dazu sagen, um die Relevanz zu erkennen, sie haben eben nicht nur jetzt irgendwie so ein bisschen was von dem Handy ausgelesen, sondern sie haben den kompletten Datenverkehr über Facebook-Server geleitet, um einfach mal zu gucken, was die Menschen im Internet so machen. Komplett. Ne? Mit Karten, also alles, was mit anderen Chat-Apps, mit Snapchat, wird genau. WhatsApp, gut. Ne? Whatever, ja. Ne? Alles komplett. Und die entscheidende Frage ist, was haben sie den Leuten gesagt? Also stellen wir uns vor, in dieser App war ein ehrlicher Bildschirm, wo drin stand, Facebook wird deinen kompletten Datenverkehr analysieren, du machst dich richtig nackig, wir wollen damit unsere Services optimieren und dafür kriegst du $20 im Monat. Dann hätte ich sogar noch gesagt, okay, ja, also wenn jemand allen Ernstes bereit ist, für $20 einen Datenstriptease zu machen, d'accord. Ist die Frage, ob Teenager das dürfen. Ne? Genau, da kann man sich die Frage stellen, ob das für Kinder und Jugendliche auch gilt, also jedenfalls für Erwachsene, dann würde ich sogar sagen, okay, wenn das wirklich ehrlich und transparent war, jedenfalls für Erwachsene, okay, bei Kindern hätte man die Eltern fragen müssen und so, da ist es alles ein bisschen komplizierter. Aber dann würde ich sagen, okay, aber nach allem, was ich jetzt aus der Presse entnommen habe, ich habe diese App eben nicht selber in der Hand gehabt, ne? Aber nach allem, was ich in der Presse so sehe, ist es eben so, dass diese App natürlich wieder mit so Verschleierungen
Bayern der Marketingsprache gearbeitet hat, sodass die Leute, die die genutzt haben, eben gerade nicht wussten, was Facebook so im Einzelnen tut. Und dann würde ich auch sagen, das halte ich dann, wie Gruber sagt, für kriminell. Das ist, glaube ich, nicht strafrechtlich relevant, soweit ich das aus der Ferne jetzt beobachten kann. Aber jedenfalls ist es also wirklich ein ganz, ganz grober Verstoß gegen Datenschutzvorschriften. Ja, also ich nutze das ja auch nicht mehr so richtig, Facebook. Ich habe zwar noch einen Account, aber so richtig nutzen tue ich das nicht mehr. Also wir haben natürlich auch eine Facebook-Seite von der Marke. Genau, da machen wir so ein bisschen PR und Werbung und verteilen das halt an die Leute, die bei Facebook sind, so. Aber also das Werbung schalten wir zum Beispiel nicht, ne? Wir hatten ganz am Anfang, haben wir ja so ein, zwei Mal experimentiert mit Facebook-Werbung. Also zum einen hat es nichts gebracht, fanden wir, ne? Also stand Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis. Und zum anderen ist es auch irgendwie eine moralische Frage, ne? Man darf dem Laden nicht auch noch Geld in den Rachen werfen. Ne? Geht irgendwie nicht. Wir müssen nochmal diese Woche, wir kommen einfach nicht drum rum, aber es ist so ein wichtiges Thema, nach London gucken. Da gab es ein neues Kapitel in der Brexit-Saga. Diesmal hat das Parlament abgestimmt über 7 Vorschläge, wie denn die Regierung jetzt zu verfahren hat. Also Stand der Dinge ist, ne, der Vertrag, der jetzt ausgehandelt wurde, wurde abgelehnt. 29. März rückt immer näher. Was nun? So, was nun? Und man muss ganz ehrlich sagen, der Realitätsverlust in London erreicht inzwischen, wie ich finde, wirklich sehr bedenkliche Ausmaße, oder Philipp? Absolut. Einschätzen? Ich hab mir das ist ein reines Wünsch dir was, das hat nichts mehr zu tun mit Realpolitik, das hat nichts mehr zu tun damit zu schauen, was ist quasi möglich, das hat auch nichts mehr zu tun mit Werten, sondern es geht einfach nur darum, dass man in populistischer Weise irgendwie sagt, ja schön wäre es eigentlich, wenn irgendwie jeden Tag Sonntag wäre. Genau, und ich habe mir diese wirklich, mein Sohn hat sich auch beklagt, irgendwie, jetzt hör doch mal auf, diesen scheiß Brexit zu gucken, aber ich habe mir das halt angeguckt, weil das wirklich schon auch interessant ist, zu sehen, was stimmen sie denn jetzt ab? Also die hatten da 7 Vorlagen und 2 sind durchgekommen, also mit knapper Mehrheit, und letztlich hat das Parlament formuliert, so haben sie das gesagt, was das Parlament denn jetzt will und unterm Strich steht. Ja. Wir wollen keinen Brexit ohne Deal, das heißt, wir wollen auf jeden Fall einen Vertrag, aber dieser Vertrag darf keinen Backstop enthalten. Also diese Regelung, die über 2 Jahre ausbaldowert wurde, die verhindern soll, dass es zwischen Irland, EU und Nordirland, UK, irgendwann eine harte Grenze gibt, wenn UK aus der EU austritt. So, und das wurde, ne, und da wurde halt gesagt, na gut, wenn wir da keine Einigung finden, dann bleibt eben UK in der Zollunion. Das heißt, es gibt zwischen Irland und Nordirland keine Zölle, da können die Waren hin und her. Und zwischen, sagen wir mal, Nordirland und dem Rest von UK gibt es halt so eine Art Kontrolle der Waren, damit halt in Irland und Nordirland auch nur Waren gehandelt werden, die den EU-Sicherheitsstandards zum Beispiel entsprechen. Also das ist der Backstop und der soll raus, haben die Parlamentarier gesagt. Der soll durch Alternativen ersetzt werden, durch alternative Abmachungen. Aber was das für alternative Abmachungen sind, dieser ganz zentrale Kern, das hat niemand formuliert, niemand. Nee. Haben nur gesagt, wir wollen keinen Backstop, wir wollen was anderes. Ja, aber was weiß keiner. Genau. Deswegen sage ich, das ist so ein bisschen so, wie wünsch dir was, ne? Die kommen mir wirklich vor wie Teenager. Und ganz ehrlich, als kleine Pikanterie am Rande sollte man auch nicht vergessen, dass dieser Backstop ja im Wesentlichen auch auf Vorschlägen der Verhandler des Vereinigten Königreichs in den Brexit-Verhandlungen beruht. Also da gibt es ein ganz interessantes Video dazu, hat uns auch ein Hörer empfohlen in einem Kommentar, das verlinken wir auch an dieser Stelle, so etwa 13 Minuten lang aus einer britischen Fernsehsendung ein Ausschnitt, wo eine Vertreterin der Europäischen Union bei den Brexit-Verhandlungen mal so wirklich bemerkenswert klar zusammenfasst, was denn jetzt eigentlich so der Streitstand ist und insbesondere auch darauf hinweist, wer denn eigentlich was wollte bei den Verhandlungen zu dem Brexit-Deal. Und gerade der Backstop in seiner konkreten Ausgestaltung geht zurück auf Vorschläge aus dem Vereinigten Königreich. Jedenfalls sagt sie das so. Ich war jetzt nicht dabei. Ne? Ich kann das nicht als Wahrheit definieren. Na gut, aber sie war bei der Verhandlung mit dabei. Sie war mit dabei. Genau. Sie hat mitverhandelt. Ja. Und das macht das Ganze natürlich absurd. Die haben 2 Jahre lang darüber unter anderem sehr intensiv geregelt. Wie kriegen wir das mit Irland in den Griff? 2 Jahre. Und nicht nur die EU hat das ja nicht diktiert. Ja, die EU hat das ja nicht diktiert, sondern die hat das mit May und den Briten und dem UK haben das verhandelt. Und sie sind am Ende zu dem Schluss gekommen, so können wir das machen. May war dafür, das ist der Vertrag. Ja, und jetzt soll May hingehen zur EU und sagen, nee, diesen Vertrag, den wir 2 Jahre ausgehandelt haben, dieses eine fricklige Ding da, das sollen wir wieder rausstreichen, das soll neu verhandelt werden, aber wie wir das gerne hätten, das weiß auch keiner, weil es dafür keine Lösung gibt, keine andere. Genau, das ist, glaube ich, die eigentliche Erkenntnis, die man an dieser Stelle gewinnen kann, und je länger ich darüber nachdenke, desto klarer steht mir die vor Augen. Die Wahrheit ist, es gibt einfach keine klare Lösung für das Nordirland-Problem, ohne dass irgendwo eine Grenze auftaucht. Das ist einfach so. Wenn
wenn das Vereinigte Königreich die EU verlässt, dann wird sich das Grenzproblem stellen. Die Frage, die man dann nur noch entscheiden kann, ist, will man die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland oder will man die Grenze zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs? Aber irgendwo muss sie hin, die Grenze, wenn Großbritannien eben raus will. Aus dem Binnenmarkt, aus der Zollunion und so weiter und so weiter. Und das ist letztlich die Lebenslüge des Brexit-Lagers. Das Brexit-Lager hat dieses Problem nicht erkannt, weil dieses Problem natürlich, wenn man ehrlich ist, auch so unlösbar ist, dass man ehrlicherweise vermutlich, wenn man das offen diskutiert hätte, einfach keine Mehrheit für einen Brexit zustande bekommen hätte. Ne? Das ist eben das große Problem bei der Brexit-Volksabstimmung. Man hat irgendwie nur so emotional entschieden, man will da raus, aber niemand hat so richtig klar durchdacht, das ist natürlich eine Kritik, die sich vor allem auch an das Lager der Brexit-Kritiker richtet, niemand hat so richtig durchdacht, was das eigentlich durchdekliniert bedeutet. Das ist ein bisschen vielleicht noch die Arroganz gewesen der intellektuellen Eliten in Großbritannien, die gesagt haben, da kommt ja niemals ein Brexit bei raus, dass sie einfach nicht mal klar durchdefiniert haben, welche dramatischen negativen Konsequenzen ein Brexit tatsächlich hätte. Und jetzt stehen wir da, es soll einen Brexit geben, aber die konkreten Brexit-Szenarien will auch keiner, weil die alle auf ihre Weise furchtbar sind. Genau. Das einzig Gute daran ist, finde ich, dass alle anderen Exits mehr oder weniger vom Tisch sind. Also die New York Times hat einen langen Artikel darüber geschrieben, dass in den Niederlanden, in Griechenland, in Italien, in Spanien gab es das auch mal, in Polen, in Ungarn. Da gab es ja überall in den letzten Jahren Stimmen so, wir wollen raus aus dieser scheiß EU. So, und die New York Times hat das irgendwie mit zahlreichen Stimmen zusammengefasst, so nach dem Motto, diese Diskussion, die gibt's da nicht mehr. Weil ganz viele dieser Populisten sehen, das ist eine totale Quark-Idee. Und die Rechtspopulisten, die versteifen sich jetzt alle darauf, das gibt die Europawahlen im Mai und wir wollen sozusagen die EU von innen aushöhlen. Wir wollen zweitstärkste Fraktion im Europaparlament werden, wir wollen so einen rechten Block bilden und das Ding dann von innen aushöhlen. Ist nicht viel besser, ja, aber zumindest diese Diskussion, ob die Niederlande, Ungarn, Polen etc., wer da noch so alles austritt, das scheint mir zumindest erstmal durch diese völlig absurde Situation in Großbritannien vom Tisch zu sein. Und ich meine, noch so ein bisschen atmosphärisch, was das Ganze noch mal extra komisch macht, finde ich, ist diese ganze parlamentarische Kultur da in diesem Parlament, ja, wo quasi... Du hast es eben geguckt. Ja, ich habe das geguckt, ne? Wo ja keiner applaudiert, sondern alle immer schreien oder buhen oder so. Und es gibt halt diesen merkwürdige Position des Speakers, der halt da wirklich für mich immer wirkt wie so ein verkaterter Onkel beim Frühstück, ja, der noch im Bademantel und wuscheligem Haar versucht, irgendwie seine total außer Rand und Band geratene Verwandtschaft da zur Ordnung zu rufen. Und diese Kultur, die ist schon ziemlich lustig, gepaart dann mit dieser inhaltlichen totalen Absurdität, dass sie alle sagen, jetzt geh mal dahin und verhandel mal neu, mach mal das weg, aber wir wissen nicht, was du da rein verhandeln sollst. Und alle sagen, ja, wir wissen schon, dass die das auch nicht ändern wollen, geh aber mal trotzdem hin und frag mal. Das ist wirklich absurdes Theater. Und das tut auch der parlamentarischen Kultur in Großbritannien keinen Gefallen. Die Leute sind wahrscheinlich total abgefrühstückt von dem, was da passiert. Ja, absolut. Das schadet der Gesellschaft, das schadet der politischen Kultur. Das ist auf so vielen Dimensionen kaputt, dass man, weiß ich nicht, am Ende kann man, glaube ich, nur hoffen, dass das jetzt einfach immer über die Bühne geht. Eine Verschiebung wollen sie auch nicht, das haben sie auch abgelehnt, dass sie sagen, wir wollen das nochmal verschieben um ein paar Monate, hat das Parlament auch abgelehnt. So vernünftig, weil was sollte da auch bei rumkommen in diesen 2 Monaten noch. Aber Nachverhandlung wird es doch nicht geben. Nachverhandlung, das sollte man ganz deutlich nochmal sagen. Genau. Ja. Also wenn die EU das macht, dann verliere ich auch das letzte Vertrauen. Also wenn die da jetzt noch wieder anfangen, diesen Deal aufzuschnüren, das kann ich mir nicht vorstellen. Die Briten müssen sich jetzt einfach entscheiden, wo sie, also entweder, es gibt im Grunde 3 Optionen, Brexit canceln oder Grenze zwischen Irland und Nordirland oder Grenze Vertrag nehmen. Genau. Ja. Wobei der Vertrag sich ja auch noch gibt, ne? Ja. Ja, aber der Vertrag verschiebt natürlich auch viele Fragen. Das Problem ist natürlich, wenn wir No-Deal-Brexit bekommen, dann kriegen wir die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland. Ja, und das ist, da will auch keiner hin zurück. Naja, ich meine, das ist natürlich jetzt so ein bisschen das etwas düstere Kalkül der Brexit-Hardliner, dass sie sagen, das ist doch ganz großartig. Ja, dann wird natürlich Nordirland noch deutlich enger an das UK angebunden, wenn eine Grenze zur Republik Irland zustande kommt. Ne? Das ist natürlich im Grunde die harte Linie derjenigen, die immer schon quasi Nordirland möglichst hart trennen wollten von der Republik Irland, ne? Nach dem Motto, das ist hier unsers. Also ganz, ganz unschöne Konstellationen, aber wie gesagt, wir wollten noch mal ganz deutlich sagen, also eine Nachverhandlung wird es nicht geben. Das heißt, das, was das Parlament am allerliebsten möchte, Klammer auf, wenn auch mit unklarem Ziel, Klammer zu, das wird auf keinen Fall passieren. Und im Grunde können sie jetzt eigentlich nur noch mal sich überlegen, ob sie da jetzt endlich mal den roten Knopf drücken wollen. Also Theresa May muss nicht mit Brüssel reden, sondern mit ihren eigenen Leuten.
Ja. Okay, wir wollen noch mal ganz kurz zum Abschluss auf eine wichtige Debatte zurückkommen, die wir letztes Mal geführt haben und auf die ihr uns auch zu Recht kritisch hingewiesen habt. Es geht um diese Grenzwerte. Da gibt es Updates. Genau, da gibt es Updates. Ja, Stichwort Stickoxide. Unser Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer fordert ja nun von der Europäischen Union, die Grenzwerte für Stickoxide nochmal zu überprüfen. Hintergrund ist diese berühmt-berüchtigte Stellungnahme von 112 Lungenärzten, die Kritik an den Grenzwerten übten. Das haben wir in der vergangenen Folge auch schon angedeutet. Andreas Scheuer hat sich diese Kritik nun zu eigen gemacht und das gipfelt in dem schönen Satz aus dem Morgenmagazin: Wenn sich über 100 Wissenschaftler zusammenschließen, ist das schon mal ein Signal. Man gewinnt so ein bisschen den Eindruck, Andreas Scheuer habe nur darauf gewartet. Und wenn man sich das mediale Echo anguckt, dann sieht das für mich nach einer ziemlich gut organisierten Kampagne aus. Wir hatten in der vergangenen Woche ja ebenfalls darüber berichtet, und so ein bisschen war der Tenor, alles ein bisschen komisch, aber wenn es in der Wissenschaft unklar ist, dann muss eben der Gesetzgeber mit seiner demokratischen Legitimation eine Entscheidung treffen. Das ist natürlich auch weiterhin richtig. Inzwischen hat sich aber herausgestellt, diese Stellungnahme stammt nur von einer klitzekleinen Minderheit der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, der DGP, eben unter der Federführung des ehemaligen Vorsitzenden Dieter Köhler. Den haben wir ja auch letztes Mal schon erwähnt. Das ist aber eben eine absolute Außenseitermeinung innerhalb der DGP, was die da so vertreten haben. Wie gesagt, waren auch nur 112 Leute. Ganz im Gegenteil, hat nämlich Ende 2018 schon die DGP als offizielle Position verabschiedet, Zitat, gesundheitsschädliche Effekte von Luftschadstoffen sind sowohl in der Allgemeinbevölkerung als auch bei Patienten mit verschiedenen Grunderkrankungen gut belegt. Außerdem, darauf weist ein Wissenschaftsjournalist hin, nämlich Rolf Krauter, der auch viel für den Deutschlandfunk arbeitet. Außerdem sind Lungenärzte als solche gerade keine Experten für Studien zu den Auswirkungen in der Gesamtbevölkerung. Die Wissenschaft, die sich mit solchen populationsweiten Effekten befasst, ist eben nicht die Pneumologie, sondern die Epidemiologie. Pardon, das sind krasse Wörter. Ich habe sie geübt, aber wie ihr seht, vergeblich. Und kein einziger der Grenzwertkritiker gehörte zu dieser Fachrichtung, die sich eben damit beschäftigt, wie wirken bestimmte Effekte in der Gesamtbevölkerung. Und aus der Sicht dieser Fachrichtung ist die Beweislage nach 30 Jahren intensiver Forschung erdrückend, sagt also Rolf Krauter. Kohortenstudien, in die Gesundheitsdaten von Hunderttausenden eingeflossen sind, haben belegt, an Tagen mit höherer Luftverschmutzung sterben mehr Menschen als an Tagen mit niedriger Luftverschmutzung. Menschen, die in Städten mit höherer Luftverschmutzung leben, sterben früher als Menschen in Städten mit sauberer Luft. Bewohner von Stadtvierteln mit hoher Luftverschmutzung sterben früher als Menschen in Stadtvierteln mit weniger Luftschadstoffen. Und sobald die Luftverschmutzung sinkt, sinken auch die Sterblichkeitsraten. Und das Fazit von Rolf Krauter ist, wer prinzipiell in Frage stellt, ob Grenzwerte für Luftschadstoffe sinnvoll und der öffentlichen Gesundheit förderlich sind, hat sich meilenweit von den wissenschaftlichen Fakten entfernt und beschlossen, erdrückende Evidenz zu ignorieren. Na, ja, also man muss halt festhalten, diese Wissenschaftler, die diese Grenzwerte kritisieren, sind A, eine sehr kleine Minderheit, und sie sind sozusagen auch nicht aus diesem entsprechenden Fachgebiet, was eigentlich sich um diese Grenzwerte und deren Einschätzung kümmert. Und sie haben, das finde ich mit eins der schlagendsten Argumente, für ihre Zweifel und ihre Kritik keinerlei Studien, keinerlei Beweise geliefert. Nichts. Sie haben es einfach nur behauptet auf anekdotischer Basis aus ihrer eigenen Erfahrung. Und dann, das kam jetzt auch noch raus, dass eben einige dieser Autoren auch noch eine bedenkliche Nähe zur Autoindustrie haben, da mal gearbeitet haben, für die auch Studien angefertigt haben. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich mich über uns so ein bisschen geärgert. Also ich habe das Gefühl, und deswegen sprechen wir das auch nochmal an, weil man auch eine Lehre draus ziehen kann, ich habe das Gefühl, wir sind diesen Zweiflern so ein bisschen auf den Leim gegangen. Also insofern, als dass wir halt gesagt haben, hu, da gibt's Leute, die zweifeln, hu, die haben einen Professorentitel, hu, die waren mal in dieser Gesellschaft, hu, die sind Lungenärzte und so. Und das Medienecho ist ja auch so extrem. Und da haben wir uns, ich mich auch so ein bisschen, sagen wir mal, blenden lassen und haben halt A, nicht schnell mal gegoogelt, wer ist denn das eigentlich so, weil da hätte man schnell drauf kommen können, dass da einige Autoren tatsächlich eine Nähe zur Autoindustrie haben und das hätte man mit einflechten müssen. Und B, eben zu sagen, Leute, Kritik auch an wissenschaftlichen Erkenntnissen, Kritik an Grenzwerten ist total richtig, gut und legitim, aber man muss gucken, wer kritisiert und wie wird kritisiert. Und einfach zu sagen, aus unserer Praxis, aus unserer Alltagserfahrung, da kennen wir das nicht, ohne irgendwelche Studien zu liefern, wohingegen die Grenzwerte und sozusagen die Gefahrenargumente durch tausende Studien belegt sind, das hätten wir deutlich herausarbeiten müssen. Und dann wäre auch völlig klar gewesen, dass diese
angemeldeten Zweifel an diesen Grenzwerten einfach kein Fundament haben, keine Basis ja, haben, das kein ist, Gewicht haben. Ja, aber das Tragische ist, deswegen hat mich das eben auch geärgert, dass wir das nicht deutlicher als Quatsch markiert haben. Wer Zweifel sät, wird Verunsicherung ernten. Ne? Und das ist genau die Sache. Und diese Verunsicherung lässt sich dann politisch instrumentalisieren. Das kann man ja schon gerade so im Gesundheitsbereich aus der Vergangenheit ablesen. Ja, also mit dieser Strategie der Verunsicherung und des Säens von Unklarheiten bagatellisierte die amerikanische Tabakindustrie jahrzehntelang die Krebsgefahr durchs Rauchen und torpedierte auf diese Weise Gesetze zum Nichtrauchen. Ne? Und mit derselben Strategie leugnen bis heute ja globale Ölkonzerne und schon seit Jahrzehnten auch ihren Beitrag zum Klimawandel und verzögerten so die Bemühungen zur Reduktion von CO2-Emissionen. Also auch Krauters Argumentation, glaube ich. Ne? Genau. Genau. Ja, ja, das hat auch Krauter so gebracht. Ja. Das ist immer wieder genau dasselbe Problem. Es wird einfach so getan, als wenn wissenschaftliche Erkenntnisse einfach gar keine Erkenntnisse wären oder doch nicht so richtig feststünden, weil man das politisch gebrauchen kann. Und in diesem Fall ist das besonders Tragische natürlich, dass ausgerechnet der Bundesverkehr Minister diese Fake News übernimmt und zur Grundlage seiner Politik macht. Ne? Und warum? Na, wir haben die bedenkliche Nähe von Herrn Scheuer zur Autoindustrie schon verschiedentlich markiert. Auf jeden Fall solche Fake News von Ministerseite offiziell zu übernehmen, finde ich schon problematisch. Finde ich problematisch, zumal wir, wie gesagt, wir sind diesen Zweiflern auch auf den Leim gegangen, aber nach ein bisschen drüber nachdenken fällt einem das halt auf. Scheuer macht nach dem ersten drüber nachdenken, schreibt einen Brief an die EU-Kommission und sagt, diese Grenzwerte sind Mist, die müssten mal überdacht werden. Und die Kommission sagt, okay, wir prüfen das jetzt. Da kann man nur hoffen, dass dabei rauskommt, ja, alles gut, wir lassen das so. Aber dass Scheuer quasi so einen Quatsch nutzt, um so eine Volksverdummung zu betreiben, um so eine durchsichtige Populismuspolitik zu betreiben, das tut weh und ist gefährlich und, finde ich, diskreditiert ihn als Minister. Nicht verschweigen sollten wir, dass das Bundesumweltamt gemeldet hat, 2018 ist die Luftverschmutzung, die Belastung teilweise gesunken. Ja, also immer noch in 35 Städten sind die Grenzwerte für Stickoxide überschritten, aber eben in vielen Bereichen auch gesunken. In 2018 sind sozusagen der Grenzwert für Feinstaub in allen Ballungsräumen eingehalten. In allen Ballungsräumen liegt der Grenzwert, liegen im Grenzwert erstmals seit 2005. In 39% der Messstellen wurde der Grenzwert für Stickoxide noch überschritten. Im letzten Jahr waren es noch knapp die Hälfte. Aber man muss auch sagen, in 30% der Fälle sind die Messstellen noch nicht ausgewertet. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, generell, es gibt immer noch Überschreitungen und es geht ein bisschen zurück, es geht zurück. Aber man muss immer noch sagen, trotzdem leben Menschen in diesen Gebieten, Asthmatiker, Kinder, Vorerkrankungen und werden durch diese schlechte Luft in ihrer Gesundheit gefährdet. Und deswegen würde ich sagen, müssen diese Grenzwerte eher hochgesetzt werden als runter. Also Grenzwerte müssen strenger werden statt lascher. Genau so. Ja, ne? Genau. Dann noch gab es viel Feedback zum Tempolimit, ne? Ja, ganz genau. Das ist zunächst mal wieder der Punkt für ein ganz herzliches Dankeschön für diese engagierte und in weiten Teilen auch sehr konstruktive und freundlich geführte Debatte. Wir haben irgendwie um die 200 Kommentare bekommen zur vergangenen Folge und ganz viele Berufsfahrerinnen und Berufsfahrer sind auch unserer Einladung gefolgt und haben also ein bisschen beschrieben, wie sie das sehen. Interessanterweise selbst viele Leute, die regelmäßig heute mit Tempo 200 über die Autobahn rauschen, haben uns geschrieben, dass sie das eigentlich selber für Quatsch halten. Andere haben aber auch gesagt, dass es für sie schon wichtig ist und immerhin gewisse Zeitersparnisse bringt, gerade beim Pendeln über lange Strecken des Nachts und so, scheinen doch einige da schon Geschwindigkeitsvorteile auszumachen und einige sagen deswegen Tempolimit leben sie ab. Die deutliche Mehrheit, denke ich, von den Kommentaren bei uns hat sich eher für ein Tempolimit ausgesprochen, aber wie gesagt, eine schöne Debatte, vielen Dank dafür. Eine Frage allerdings hat sich so ein bisschen rauskristallisiert zu unserer Argumentation aus der letzten Sendung. Wir hatten darauf hingewiesen, dass es 181 Tote von Geschwindigkeitsunfällen gab im vergangenen Jahr. Also ich glaube 2017 war das Jahr, um das es da ging. Und da wurde eingewandt, dass die doch sicherlich jetzt nicht alle bei Tempo größer 130 verstorben sind. Und deswegen sei dieser Umgang mit der Statistik nicht valide. Und da kann ich nur sagen, natürlich werden diese 181 Toten nicht alle bei mehr als 130 Stundenkilometer ums Leben gekommen sein. Aber mal ganz ehrlich, bei Tempo 60 oder bei Tempo 80 ist es extrem schwer, sich zu Tode zu fahren. Jedenfalls auf der Autobahn. Ja, ging ja nur um Autobahn. Es ging also nur um Autobahn. Ne? Oder ja, war jetzt nicht innerorts oder so. Nee. Und auch nicht auf der Landstraße. Natürlich kann man mit 80 vor einen Baum fahren und dabei sterben. Ja, mühelos, ja. Leider. Ja, aber auf der Autobahn ist es nicht so einfach, bei Tempo 60 oder 80 tödlich zu verunglücken. Deswegen ja, die 181 Toten sind nicht alle bei 130 plus gestorben. Aber
es ist naheliegend, dass so gut wie alle bei deutlich höheren Geschwindigkeiten gestorben sind. Und ganz wichtiger Punkt auch noch, manche sagten, das ist doch meine freie Entscheidung, ob ich rase und dann sterbe. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das Problem ist eben, dass ganz viele Menschen, die sehr schnell fahren, andere umbringen. Ja, wenn ich eben mit 200 daher brause und übersehe, dass da vorne einer mit 80 oder 90 fährt auf der rechten Spur und ich den leider Gottes von hinten ramme, dann fühlt sich das ein bisschen so an, als wäre der rückwärts mit 110 vor die Wand gefahren. Ja, und dann kann man sich vorstellen, was dann von einem, keine Ahnung, Twingo oder VW Polo noch überbleibt, nämlich nicht viel. Und deswegen geht es eben nicht nur um die eigene Freiheit, die man ausleben kann, sondern es geht ganz maßgeblich um das Lebensrecht und die körperliche Unversehrtheit anderer Menschen, die eben durch das Fahren mit hohen Geschwindigkeiten möglicherweise gefährdet werden. Ja. Dann hatte noch jemand den Punkt gebracht, wieso wir denn, die wir doch grundsätzlich sehr freiheitlich argumentieren, wieso wir denn ein Tempolimit zur Diskussion stellen. Also ich glaube, wir haben jetzt nicht ausdrücklich gesagt, es muss unbedingt eins geben und schon gar nicht welche Höhe, aber wir haben jedenfalls mal gesagt, wir finden das grundsätzlich eher sinnvoll. Aber trotzdem, wie kommen wir dazu, obwohl das doch ein Eingriff in die Freiheit ist? Und da muss man sagen, naja, natürlich ist das eine Einschränkung der allgemeinen Handlungsfreiheit, verfassungsrechtlich betrachtet, wenn es ein Tempolimit gibt. Auf der anderen Seite dient das aber ja bestimmten Zwecken, nämlich zum einen dem Klimaschutz und zum anderen dem Schutz von Körper und Leben anderer Menschen. Und das natürlich kann man in ein solches Grundrecht auch eingreifen, wie groß jetzt die positiven Effekte sind, also wie viele Menschen dann eben gerettet werden können oder nicht verletzt werden, haben wir besprochen, ist ein bisschen unklar. Auch der Einfluss auf den Klimawandel ist nicht klar, aber klar ist, dass ein Tempolimit sich in diesen beiden Bereichen auf jeden Fall positiv auswirkt. Streiten kann man über den Grad, das Maß, aber auf jeden Fall ist der Effekt positiv. Insofern glaube ich, verfassungsrechtlich spricht nichts gegen ein Tempolimit. Ja, also und so wie Scheuer das sagte, ein Tempolimit verstößt gegen den gesunden Menschenverstand. Ja, da kann man, da fällt man wirklich vom Glauben ab, wie dreist und er da sozusagen Stimmung macht und wirklich offensichtliche Dummheiten verkündet und sie so darstellt, als seien sie quasi Ausgeburt der Vernunft. Also es gibt wirklich in meinen Augen kein vernünftiges Argument gegen ein Tempolimit. Und trotzdem zweifle ich, dass es kommt. Das ist einfach nicht in Deutschland. Wird das zu unseren Lebzeiten, glaube ich, nicht mehr passieren. Schauen wir mal. Ich glaube ja immer noch da ehrlich gesagt auch an die Lernfähigkeit der Politik. Und ich glaube auch zum Beispiel, das war ja mein Vorschlag aus der letzten Sendung, dass man es zumindest mit einer Kappung der Radikalgeschwindigkeiten mal versuchen könnte. Stichwort Limit 140 oder Limit 150. Und dann natürlich ganz wichtig, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal vergessen, verbunden mit einem Abregeln der Autos. Na, also heute ist es nämlich so, dass Autos in Deutschland bis 250 fahren können, dann gibt es eine Abregelung und man kann auch die, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar noch irgendwie abschalten oder ausbauen lassen oder so. Und das scheint mir doch der eigentliche Wahnsinn zu sein. Also natürlich müsste ein Tempolimit dann kombiniert werden mit einer Abregelung der Autos bei dieser Geschwindigkeit. Also oder meinetwegen plus 10 oder plus 20 Toleranz oder damit man in Extremsituationen mal, kann es ja auch Situationen geben, wo man das Tempolimit überschreiten muss, um einen Unfall zu verhindern. Ja, also meinetwegen, wenn das Limit mal bei 140 käme, so wie in Polen zum Beispiel, das wäre ja schon ein sehr großzügiges Limit, dann könnte man sagen, bei 160 wird dann aber auch abgeregelt. Also das scheint mir die Lösung zu sein. Aber gut, schauen wir mal. Das war's für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Nochmal der Hinweis auf die Lage live am 9. März in Berlin, aus der Kultur in der Welt. Kommt unbedingt vorbei. Das ist ein wunderschöner Raum. Das wird ein ganz toller Abend. Wir sind total froh, dass das, dass wir da zu Gast sein dürfen. ich freue mich wirklich total darauf. Ja, genau. Und in diesem Sinne würde ich sagen, habt eine schöne Woche, bleibt uns gewogen und bis nächste Woche. Genau, Tickets unter lage.live übrigens. Schöne Woche und bis bald. Ciao. Tschüss.